Aber ich meine, es selber zu verbreiten, ist ja schon mal eine, noch eine aktivere Form. Weißt du, zu sein. Na gut, so ist es. Weitergang. Die Zeit davon, was Seele ist, im Moment ein bisschen vorbei. Okay. Ja, schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Danke für euer Interesse am Freitagabend, gemeinsam mit uns zu diskutieren über das Bildungsvolksbegehren. Vor ziemlich genau 2 Jahren, da waren Hörsäle voll, wenn eine politische Diskussion war. Da war vor allem der größte Hörsaal der Universität Wien besetzt und es gab so etwas wie einen Aufstand der Jungen. In der Zwischenzeit gibt es in Österreich, wie ich schmunzeln, so etwas wie einen Aufstand der Älteren. Also das ist zum einen Hannes Androsch mit seinem Bildungsvolksbegehren, aber das sind viele andere Altpolitikerinnen und Altpolitiker oder ältere Politikerinnen, die quasi sagen, es läuft etwas schief in Österreich, wir müssen etwas machen. Wir haben uns gedacht, was das Bildungsvolksbegehren, also das sind einige Leute, die engagiert waren auch in der Uni-Brennt-Bewegung, dass es da sehr wohl auch ein Mitengagement geben könnte oder sollte und haben auch beschlossen, etwas zu tun und engagieren uns auch für das Bildungsvolksbegehren. Und wir haben uns gedacht, es wäre wichtig einmal, dass wirklich eine breite Diskussion stattfindet innerhalb der Audimax-Bewegung. Da gibt es natürlich verschiedene Strömungen, verschiedene Gruppen, verschiedene Klicken. Und wir hoffen, dass wir diesem breiten Spektrum gerecht geworden sind mit den Einladungen. Und wir haben uns einen, glaube ich, ganz guten Mitdiskutanten ausgesucht, nämlich auch einen Audimax-Besetzer der vorherigen Generation. Und wie wir alle wissen, ein bekannter Journalist, mit dem wir sicher einiges diskutieren können. Ja, in diesem Sinne übergebe ich den Gregor die Moderation. Ja, hallo, willkommen zur heutigen Diskussionsveranstaltung. Ich habe vor wenigen Minuten erfahren, dass ich die Moderation übernehmen soll, deswegen werden wir die Vorstellungsrunde so gestalten, dass jeder sich vorstellt, würde ich vorschlagen. Und dazu sagt er, das wird sich interessieren, auch warum derjenige, diejenige das Bildungsvolksbegehren unterstützt oder nicht unterstützt. Was ist für mich so als eigenes Eingangsstatement interessiert. Kann man vielleicht? Ja. Danke. Hallo, ich bin Lisa, ich bin im bildungspolitischen Referat der österreichischen Hochschullandschaft an der Universität Wien tätig. Und warum ich es unterstütze bzw. nicht unterstütze, also ich würde sagen, ich werde es unterschreiben, aber finde es nur einen gewissen, es bietet nur einen gewissen Rahmen, den wir vielleicht sprengen sollten und wo wir vor allem auch auf die Kritikpunkte eingehen sollten. Ich bin Alexander Trinkel, mache das Projekt Agenda X. War in der Audimax-Bewegung, vor allem in der AG Kreativfraktion und ich unterstütze das Bildungsvolksbegehren vor allem wegen dem 2% des Budgetziels für die Universitäten und für die bessere gemeinsame Schule und die Aufwertung der Kindergartenpädagogik. Ja, hallo, ich bin die Ruth, Studentin, war damals in Unikrank richtig, nach der ersten Woche eingestiegen, stand in CU und habe 12 sowohl Kritikpunkte als auch Begehren, ich bin jetzt 100% glücklich, aber werde trotzdem unterschreiben. Ich heiße Robert Mies, ich bin Journalist und Videoblogger, wie da steht. Unterstütze das Bildungsvolksbegehren, ja, ich werde das unterschreiben, ich finde es auch in Ordnung, das Kleingedruckte interessiert mich nicht, weil sozusagen in der öffentlichen Diskussion am Ende des Kleingedruckte sich auch niemand kann interessieren, dafür interessiert, am Ende wird das, was überbleibt, in der Legacy wird sein, das ist das Bild des Volksbegehren für Bildungsgerechtigkeit oder für Gesamtschul, letztendlich wird es darauf hinauslaufen. Und die entscheidende Frage ist, haben das 100.000 Leute unterschrieben, 200.000 oder 600.000 oder 3 Millionen? Das entwickelt den Druck und nicht das Kleingedruckte. Aber darüber können wir ja heute diskutieren. Ja, ich bin die Annemarie.
Ich bin vom Linken Hochschulnetz, eine Gruppe von Studentinnen und Studenten, die aus der Automax-Bewegung heraus entstanden ist und die an der Uni arbeitet. Ich habe überhaupt keine Möglichkeit, das Volksbegehren zu unterstützen oder nicht, weil ich Deutsche bin und deswegen nicht unterschriftsberechtigt. Ich denke, das Volksbegehren spricht einige Punkte an, die durchaus anzunehmen sind und zu befürworten sind. Ich denke aber, dass es extreme Blindflecken hat, in Bezug zum Beispiel auf kritische und emanzipative Bildung, die man durchaus kritisieren muss. Ich bin Liga. Ich war auch bei Uni Brenn dabei und heute steht Epizentrum drauf, was ich ganz nett finde. Ich werde das Bildungsvolksbegehren nicht unterschreiben, weil mir einfach ein Riesenpunkt fehlt und weil ich das Gefühl habe, dass durch diese Debatte die eigentlichen Forderungen, auch die eigentlichen Leistungen von Uni Brenn oder von seit Jahren ganz stark emanzipatorisch tätigen Gruppierungen einfach untergraben werden. Eigentlich eine Verschleierung von bestimmten Debatten finde. Okay, ich bin der Daniel, ich war auch bei Uni Brenn, bin auch bei Uni Brenn, weil ich war vor allem in der AG Button und Argumentarium. Ich werde es auch unterschreiben, ein kleines Übergewicht, aber ich werde es auch unterschreiben, also das hat zuallererst immer ein bisschen einen kalten, taktischen, pragmatischen Grund. Also ich glaube, dass es sehr furchtbar wäre, wenn das Bildungsvolksbegehren abstinkt. Ich glaube, dass die Regierung zu großen Teilen sehr froh wäre damit, wenn es abstinkt, weil dann muss sie sich mit den Themen längere Zeit nicht auseinandersetzen. Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Indikator. Das zweite Objektive ist ein inhaltlicher Punkt, den der Robert schon angesprochen hat. Ich glaube vor allem, dass also die Vorhaben in Bezug auf das Schulsystem gehen doch in eine Richtung, in die ich weitgehend nicht gehen kann. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt zurzeit und ein ganz dringender Handlungsbedarf. Und ich glaube, da können wir es uns nicht leisten, es aufgrund einiger Personen und dergleichen abzulehnen. Dankeschön. Mir fällt gleich eine erste Frage ein. Der Robert Miesig hat gesagt, es ist wichtig, dass die Diskussion, wenn ich es richtig verstanden habe, in der Öffentlichkeit bleibt. Ich wollte durch Zufall gelesen, dass einige Leute sagen, sie unterschreiben es nicht, weil da dahinter wieder irgendwelche wirtschaftlichen Interessen, dann die Unterstützung der Wirtschaft als treibende Kraft dann wieder dahinter steckt. Darf ich dich bitten, zu erklären, sozusagen, was dir wichtig ist, wenn das in der Diskussion bleibt, dass sozusagen bestimmte Dinge, die du nicht unterstützt kannst, also die Details werden ausverhandelt, Details interessieren halt niemanden. Wie wird das in der Zukunft sein, wenn es dann um die Details geht? Wo sagst du, gehst du mit, wo nicht? Ich versuche das jetzt einigermaßen salopp zu sagen, auch ohne dass ich da jetzt einige verschiedene Forderungen durchdekliniere. Also zum Ersten mit der Wirtschaft, oder jetzt mal, weil wir bei der Seite, wo das ja am offensichtlichsten ist, nämlich bei der Seite der handelnden Akteure, ja, du hast da ein Volksbegehren, das sozusagen ältere Herrschaften ins Leben gerufen haben, mit dem, was sie halt sich so vorstellen, was Mobilisierungskraft hat, nämlich Mobilisierungskraft hat maximale Breite, und maximale Breite heißt halt aus der Perspektive, da ist der ÖGB an Bord, die Arbeiterkammer an Bord, und das ist am besten auch die Industrievereinigung an Bord. Das ist ja auch gut, ja, sozusagen, wenn ich ein Anliegen habe, versucht sozusagen maximale Breite zu organisieren. Maximale Breite heißt aber allerdings natürlich auch gleichzeitig, dass, so ist es in der realen Welt, ja, ist in der großen realen Welt genauso wie es in der kleinen realen Welt der Bündnisverhandlungen studentischer Kleingruppen ist. Die einen sagen, wenn das drin ist, bin ich nicht an Bord, und die anderen sagen, wenn das drin ist, bin ich nicht an Bord, und das Ergebnis ist dann halt je mehr Breite, umso diffuser. Ja. Dann muss man halt die Abwägung treffen, untergräbt die Diffusität die Mobilisierungskraft, die Breite, die ja sozusagen nur eine formale Breite ist, solange die Orden und Massen, die diese Organisationen organisieren, jetzt in Rennen anfangen, in Wirklichkeit wieder abdrückt. Das ist eine Gefahr, ja, und das kann natürlich gerade bei diesen Volksbegehren die Gefahr auch sein, die am Ende uns alle dann in einer Art von Bilanz sagen kann, ja, deswegen hat es nicht funktioniert, weil die Oldies irgendwie eine falsche Vorstellung gehabt haben, eine Vorstellung, nämlich, na, dann wird es alle unterschreiben mit unseren prominenten Namen, dann wird das Ding schon fliegen. Ja? Finde ich ein schöner Erfahrungsprozess übrigens von den Herren und Damen 70+, dass sie mitgekriegt haben, dass das überhaupt nicht zum Fliegen anfängt, nämlich dass es sozusagen so ist, dass es da was anderes braucht. Und insofern gibt es sehr toll, dass sozusagen die junge Leute da jetzt sozusagen in den letzten
Wochen oder Monaten da einmischen, um denen halt ein bisschen aufs Bein zu bringen. Das ist das eine. Das zweite ist, die Frage ist sozusagen die Wirtschaft, die Wirtschaftsinteressen, die dahinter stecken. Untergraben die das wesentliche Ziel von so einem Volksbegehren? Oder sagen wir es anders so? Ja? Welches Ziel würde ich, ja, als politischer Mensch, als Mensch, der sozusagen ein Progressiver ist und eine egalitäre Gesellschaft haben will, mir setzen? Und dann müssen wir die Frage stellen, ist das dafür ein fruchtbares Ventil? Und da würde ich doch sagen, das Wesentliche, der wesentlichen Probleme sind in unserer Gesellschaft, ja, oder eines der wesentlichen Probleme sind Bildungsungerechtigkeiten, die sozusagen mehr sind als Bildungsungerechtigkeiten, das sind Ungerechtigkeiten von vererbten Materiellen und der Privilegiertheit. Es sind damit aber auch Ungerechtigkeiten von Lebenschancen, es sind brutale Ungerechtigkeiten, die bei Fünfjährigen schon einschneiden. Ja? Also sozusagen, wer heute als Vierjähriger, Fünfjähriger sozusagen in Verhältnissen lebt, ja, wo seine kognitiven Fähigkeiten nicht geschult sind und dann sozusagen in öffentlichen Verhältnissen in Kindergärten oder nicht Kindergärten lebt, wo diese Nachteile nicht ausgeprägt sind, dann ist der oder die unter Umständen mit 6 Jahren ein geborener Verlierer. Ja. Und das sage ich jetzt auch ganz brutal, die lieben Studenten und Studentinnen, die hier sitzen, das ist für mich das Hauptproblem, ja, weil ihr seid jetzt schon auf der Universität, das heißt, ihr habt sozusagen auch manche Probleme, und wenn ihr fertig seid, werdet ihr auch manche Probleme haben im Arbeitsmarkt oder wo auch immer, ja, oder einen Job zu finden, wo ihr sagt, oder eine Tätigkeit zu finden, wo ihr sagt, das ist eine sinnvolle Tätigkeit. Aber verglichen mit denjenigen, die vorher aussortiert werden, seid ihr die Gewinner. Ja? Also sozusagen, wenn ich dann sage, sozusagen als schöner Reformist, ich will jetzt erstmal sozusagen die gröberen Probleme lösen, also first things first, und ist first things first, heißt es sozusagen bei den unterprivilegierten 3-, 4-, 5-Jährigen anfangen, dass diese Unterprivilegiertheit sich nicht durchzieht und sie sozusagen mit 9 Jahren in die Wiener Schulen und in die Loser-Schulen gestopft werden. Und die Ergebnisse sind, ich weiß nicht schon lange, aber ein paar Sachen habe ich mir da aufgeschrieben, ja? Also was sozusagen innerhalb quasi kapitalistischer Marktgesellschaften, ja? Also wir reden jetzt nicht über den Kapitalismus abschaffen und alles ganz anders machen, sondern innerhalb kapitalistischer Marktgesellschaften erst einmal an Ungerechtigkeit passiert und was sozusagen in manchen anderen kapitalistischen Marktgesellschaften nicht an Ungerechtigkeit passiert. Ja? Also nur ein paar so Zahlen, ja? Also bei denjenigen Kindern, die aus Familien kommen mit einem Familieneinkommen von unter 1.500 Euro, also sozusagen ganz klar eine rein materielle Differenz. In der Volksschule sind in den Klassen in diesem Einkommen, also im unteren Einkommenssegment 25%. In der Hauptschule sind es dann 36% und in der AHS sind es 22%. Also das ist sozusagen schon mal dieser Video. Ein Kind, das aus einem Akademikerhaushalt kommt, also wo einer der Elternteile Akademiker ist, wird mit 49%iger Wahrscheinlichkeit einen Schulabschluss schaffen, der also mit universitärer Ausbildung, also wird selbst sozusagen ein Akademiker-Kind immer mehr, wenn es schwer wächst. Ja? Bei den Kindern, dessen Eltern nur Pflichtschulabschluss haben, das hat eine 3%ige Chance, also 3% mehr gestern 0. Ja? Das heißt, die einen 49%, die anderen 3%, nur abhängig davon, in welche Familie sie hineingeboren sind. Und das ist nicht in jedem Kapitalismus so. Ja? Also da gibt es ein Ranking und Österreich ist unter 18 getesteten Ländern, europäischen Ländern und die USA am drittletzten Rang. Und da gibt es, also dann haben wir das 18, 15, gibt es 14, die besser sind. Nur noch so ein Beispiel, Schweden. Ja? Also nehmen wir sozusagen eine soziale Gruppe, wo sich in allen Gesellschaften quasi ethnische Minoritätsposition und Unterprivilegiertheit kombiniert. Die türkischen Kinder oder türkischstämmigen Kinder zweiter Generation in Österreich schaffen 36% einen Abschluss, der entweder AHS-Abschluss, BHS-Abschluss oder Universitätsabschluss ist. 36%. In Schweden schaffen 66% aus der gleichen Segment AHS oder BHS-Abschluss und dann nochmal zusätzlich 33% Uni-Abschluss, ja, offensichtlich zusätzlich 33% Uni-Abschluss. Also sozusagen reinen Pflichtschulabschluss haben in Schweden ganz wenig Leute und auch in diesem Segment ganz wenig Leute. Das heißt, in Schweden, auch eine kapitalistische Gesellschaft,
ist das überhaupt nicht signifikant, ob es da sozusagen eine ethnische Minorität von Zuwanderern, wo dein Vater vielleicht nur Gemüsehändler ist, hineingeboren wirst oder in sozusagen schwedisches Bürgertum. Das Ergebnis ist sozusagen in der nächsten Generation, was die Schullaufbahn betrifft, ausgeglichen. Ja? Das ist, Schweden ist das einzige Land der Welt, wo es sozusagen wurscht ist, ob du jetzt ein Kind eines Universitätsprofessors oder deine Arbeit bist, deine Schul, deine Ausbildungsperspektive ist egalitär verglichen mit den anderen. Ja, natürlich, manche schaffen besser, manche, aber das hat nichts mit dem sozialen Hintergrund zu tun. Und da ist im Vergleich dazu in Österreich noch sehr viel Luft nach oben. Ja? Aber diese Luft nach oben fängt, um die sozusagen da ein bisschen was wegzukommen von der Luft. Es fängt vom Kindergarten an, es fängt von den Schulen an. Und dann ein bisschen auf der Uni. Ja? Und ich glaube, dass diese Fragen aufgeworfen und gestellt und in die Öffentlichkeit gestellt werden, schon im Gericht auf die richtige Art und Weise in diesem Volksbegehren. Was werden wir durchlesen? Ja? Dass ich vielleicht in manchen Satz vielleicht anders formulieren werde, glaube ich auch. Aber das ist mir nicht so wichtig. Ich möchte da kurz noch einhaken. Du hast dich zu Wort gemeldet, möchte da ganz kurz noch was fragen. Weil mir kommt das in letzter Zeit auch so oft unter oder so vor, dass dann da die Kritik ist, wenn die einen sagen, das kann man innerhalb des bestehenden Systems irgendwie reformieren. Und dann gibt es die andere, die sagen, es geht in dem System einfach nicht. Dann wollte ich kurz die Iga fragen, warum du es nicht unterscheidest. Also für mich fehlt, also wie hast du schon gesagt, ist einfach dieses. Für mich war Unibreitheit ein Phänomen, weil die Strukturen einfach ganz neu gelegt wurden. Es ging ja wirklich um Basisdemokratie, es ging um emanzipatorische Ansprüche. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie kann man nicht Bildung vermitteln, sondern wie bringt man die Menschen dazu, dass sie selber denken und dass sie sich selber organisieren oder dass sie selber an den eigenen Lösungen für die eigenen Probleme arbeiten. Und dieses und das ist, finde ich, also dieses Bildungsvolksbegehren ist ja wieder so ein Beispiel, wie ein Paar von oben irgendwie glauben, dass es richtig gehört und mit all ihrer finanziellen und Kontaktkraft, die sie haben, das Ganze vorantreiben. Und die Frage, wie motiviert das eigentlich oder dass vielleicht die Lehrenden oder die Studierenden selber auch Lösungen parat haben, die wird da überhaupt nicht aufgegriffen. Und das ist etwas, was ihnen jemand geleistet hat. Und darum finde ich das, ich kann es einfach nicht unterschreiben, weil für mich einfach dieser wesentliche Aspekt fehlt. Gleich direkt drauf oder machen wir zuerst den Alexander? Also wenn es direkt drauf ist, dann... Es ist direkt drauf, ja. Und zwar diesen Paradigmenwechsel, wie man Lösungen angeht, also die Betroffenen selber fragen, das wäre wunderschön. Also da bin ich eins auch dabei, das wäre super. Aber das ist nicht das Ziel von einem Volksbegehren. Also dass es diesen Paradigmenwechsel gibt, daran muss man drumherum arbeiten. Aber bis das passiert ist, kann man dann alles andere über Bord werfen. Genau das Gleiche ist für die angehenden Studierenden. Ja, die Forderungen von Uni Brenn, die sind eigentlich nicht dabei. Also das ist interessant, nicht mehr. Aber nur, wenn das fehlt, alles andere über Bord zu schmeißen, was sowohl gut ist und gute Forderungen ist, das mag ich halt auch nicht, weil das sind sehr gute Sachen dabei. Aber ich finde, nachhaken, aber ich finde, da wird einfach verschleiert, dass bei diesem Bildungsprotest bis zu 50.000 Menschen auf die Straße gegangen sind und einfach überhaupt keine Reaktion kam von der Politik. Und das geht hierbei total unter. Und allein die Tatsache, dass die Ministerien sich für dieses Bildungsvolksbegehren aussprechen und das sogar noch finanziell unterstützen, die sollen einfach ihre Arbeit machen. Also sie sollen ihre Hauswirkung machen und dafür sorgen, dass die Unis besser ausfinanziert werden. Und das ist ja das, was bei dieser Debatte einfach überhaupt nicht thematisiert wird. Und darum geht es für mich einfach nicht. Und darum geht es eigentlich nicht bei Bildung. Ja, ich trenne das eben sehr. Es gibt, wie gesagt, vieles, das mir fehlt. Ja, es ist schade, dass ohne Brand nicht anerkannt wird, aber es ist ein bisschen, was bin jetzt beleidigt, weil ohne Brand nicht aufgenommen worden ist. Ja, das war, das ist mir irrsinnig auf die Nerven gegangen. Das war furchtbar, ist immer noch furchtbar. Aber jetzt gibt es eben das Volksbegehren und damit kann endlich mal was weitergehen. Und deswegen wünsche ich mir da, dass wir da hingehen, wenn es da Druck steigt, damit wir wieder wissen, wenn sie da weiterkasteln bei dem Thema, dann. Also das sind einige Leute, die das wollen. Nicht nur 10.000, sondern es wichtig ist. Wollen wir die Wortmeldungen direkt zulassen oder dann sammeln und später? Kein Podium. Kein Podium, dann. Aber ich meine Wortmeldungen und dann. Das ist halt, ich finde, das ist auch die Hauptfrage von einem Bildungsvolksbegehren. Darum habe ich ja auch übermorgen so ein bisschen reingeschrieben, was kann das Bildungsvolksbegehren?
Und das ist halt das Hauptproblem eigentlich. Wir haben einfach zu wenig Instrumente, wo es sich um direkte Demokratie handelt in Österreich. Und das ist eigentlich das Hauptproblem. Und das ist halt, glaube ich, auch, was du meinst. Es ist ein Volksbegehren, das vom Parlament behandelt werden muss. Behandeln kann auch heißen, ich schaue mir den Zettel an und gehe es in die Schublade. Und das ist, glaube ich, das Problem. Und darum verstehe ich auch, warum so viele Leute, erstens wissen sie gar nicht, was es ist. Das ist überhaupt noch das Interessante. Und zweitens sagen die Nächsten, naja, aber es bringt ja nichts. Ja. Also es ist ein zu wenig starkes Instrument einfach, für das, dass ich aufstehe und da wirklich hingehe. Ja, vor allem, ich finde ja die Tatsache, dass das Immigranten nicht mit aufgenommen wurde oder dass... das ist nicht schade, das ist schade, dass Uni Brenner jetzt nicht aufgegriffen wird, sondern das ist einfach ein systemisches Problem, oder? Dass das einfach keinen Unterschied macht, ob jetzt Leute ein halbes Jahr lang eine unglaubliche Leistung bringen und dann ein Hörsaal besetzen und sich Gedanken machen, dass das einfach nur viel spät. Es wäre jetzt eigentlich Alexander dran, muss ich auch melden. Machen wir zuerst Alexander. Naja, also. Ich sage noch einmal die drei Punkte, es gibt verschiedene Ebenen, würde ich sagen. Wenn es jetzt darum geht, also quasi auf der politischen Ebene eine Reformbewegung quasi zu bilden, die so viel Druck auf das Parlament ausübt, dass wir eine Zweidrittelmehrheit oder eine Mehrheit im Parlament bilden können, dann halte ich das Bildungsvolksbegehren für ein gutes Instrument. Ich werde jetzt einmal auf dieser Ebene bleiben und dann noch auf den Audiomarxismus eingehen. Für mich sind es, wie gesagt, die drei Punkte: Aufwertung der Kindergartenpädagogik, inklusive mehr Gehälter und mehr Gehalt für Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen. Dann das zweite, 2 Milliarden mehr für die Universitäten und nicht nur quasi Schillinge von der Factory von Universitäten, wo sich halt gerade so unsinn im Kopf. Aber das sind sich wirklich versprochen in der Art. Und da ist es jetzt, weil dieser Vorwurf kommt, ja, das ist wirtschaftsliberal und dann Andrusch ist ein Kapitalist. Ich denke mir, also Demokratie heißt Mehrheiten bilden und es kann uns nichts Besseres passieren, als dass es eine breite Allianz für so ein Volksbegehren gibt. Und ich sehe es als eine unglaubliche Chance, dass zum Beispiel auch Wirtschaftsliberale aus dem konservativen Bereich sagen, wie die industriellen Vereinigung, sagen, wir brauchen eine gemeinsame Schule, es geht uns nicht um Ideologie, das ist die bessere Schule. Und ich sehe das, um eine Mehrheit im Parlament zu bekommen, quasi als eine große Chance, so eine Allianz zu machen. Und wen setzt das wirklich unter Druck? Die ÖVP natürlich. Ja. Ich meine, die Wirtschaftsliberalen drücken langsam aus, weil sie sagen, okay, da geht überhaupt nichts weiter im Schulbereich und unsere Lehrlinge können nicht mehr lesen und schreiben. Und das höre ich in der Zwischenzeit schon auf der Straße. Ansonsten, ich möchte zum Text sagen, ich finde, dass er einigermaßen ausgeglichen ist. Also wenn man sagt, irgendeine Berufsorientierung soll oder kann auch im Leben eines Menschen eine Rolle spielen, dann sage ich, das ist ein ausgeglichener Text, wenn da zum Beispiel drinnen steht, jedes Kind besitzt besondere Fähigkeiten in der Musik, im Sport, in handwerklicher Weise, in der Ökonomie, beim Theater spielen, dann würde ich nicht sagen, das geht jetzt nur um ökonomische Verwertbarkeit von Humankapital. Ich würde strategisch würde ich sagen, zum Beispiel was unsere Rolle betrifft, ich glaube, dass wir besser fahren oder auch in Zukunft besser fahren würden, wenn man solche Dinge stärker unterstützt. Weil jetzt ist es so, es ist einfach eine große Bildungskampagne, die jetzt in Österreich läuft. Und wir haben heute eine ganz kleine Pressekonferenz als Akteurinnen gemacht und übrigens nicht als Vertreterinnen von Uni Brenn, sondern als Akteurinnen, die auch Aktivisten im Audimax waren. Wir haben das ganz klar gesagt. Und da hätte unsere Stimme hätte viel stärker sein können oder kann viel stärker. Wir haben noch eine Woche. Und dann kann man auch die Kritik äußern. Wir haben ganz klar gesagt, wir gehen so weit mit bei der gemeinsamen Schule und beim Uni-Budget. Aber dann ist auch schon Schluss und das gilt ja auch für die Allianz. Michael Häupl hat sich gegen Studiengebühren geäußert. Die Grünen sind gegen Studiengebühren. Wir sind gegen Studiengebühren. Und auch diese Stimme kann man also quasi viel lauter heben, wenn man bei so einem Projekt durchaus auch mitmacht. Ja, und dann, also inhaltlich weitergedacht, wenn wir ausfinanzierte Unis haben, dann stellt sich auch die Studiengebührenfrage viel weniger oder auch die Zugangsbeschränkungsfrage, weil das ist ja auch ein Ressourcenproblem. Ja. Also das ist irgendwie meine, sagen wir mal, Herangehensweise an das ganze Volksbegehren und dieser ganze Prozess, der da gerade abläuft. Ich würde jetzt... Das ist jetzt ein bisschen eigentlich nochmal zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass du das Gefühl hast, dass Uni Brenn da gar nicht auftaucht in dem Land.
Und ich habe das Gefühl, es taucht halt total auf. Ich bin seit 6 Jahren in Österreich und vor 2 Jahren habe ich genauso wie ihr die Hörsäle besetzt. Und ich habe dieses Thema in diesen 2 Jahren eigentlich noch nie wirklich gehört. Es ist mal auch nur ein bisschen umgeschwommen und sowas. Und seit 2 Jahren ist das eigentlich regelmäßig in den Medien, es wird regelmäßig diskutiert. Es war europaweit, es ist ja nicht nur in Österreich so gewesen, es war in San Francisco, es war in Deutschland, es war in England und so weiter. Und ich finde, dass die Tatsache, dass wir damals die Hörsäle besetzt haben, war doch eigentlich unser Hilfeschrei, dass was mit dem Bildungssystem nicht funktioniert. Nicht nur mit den Unis selber. Wir haben damals mit den Lehrerinnen und Lehrern interfaced, wir haben mit dem ÖGB interfaced, wir haben versucht, möglichst viele Bevölkerungsgruppen mit ins Boot zu holen, damit das eben nicht nur ein rein studentischer Protest bleibt. Und wenn ich mir das jetzt so durchlese, das sind Sachen drin, die Hochschulen betreffen, das sind Sachen drin, die Kindergärten, die Ganztagsschulen und was weiß ich betreffen. Ob jetzt da um die Brennpunkte draufstehen oder nicht, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass wir damals den Startschuss gegeben haben dafür. Wer das jetzt macht, ob das jetzt die Regierung und irgendwelche Ministerien machen, ist mir doch scheißegal. Was wollten wir damals? Wir wollten damals, dass wir mehr Geld kriegen, wir wollten damals, dass das Thema groß in den Medien ist und die Leute darüber nachdenken. Und das passiert jetzt. Und wenn wir jetzt hergehen und sagen, nee, das sind aber nicht alle 100% unserer Forderungen da drin vertreten und mir gefällt das und das nicht und uns dann querstellen, dann haben wir ja mehr oder weniger gar nichts erreicht oder dann sind wir nicht dialogbereit und nicht kompromissbereit. Und wir sagen eigentlich, ich bin froh, dass das jetzt überhaupt so weit gekommen ist. Da habe ich das Gefühl, dass das vor 2 Jahren noch nicht ganz komplett umsonst war, als ich ja in der Uni gesessen bin. Also ich wollte nicht sagen, ich muss da mich Daniel oder auch Robert Miesig anschließen, dass es eigentlich nicht ganz egal ist, was drinsteht, aber das Konzept und die Tatsache, dass es überhaupt jetzt passiert, ist unterstützenswert. Insofern kann ich das nicht verstehen, dass man sagt, ich stelle mich da jetzt quer wegen 2, 3 Punkten, die mir nicht taugen. Ich möchte ganz kurz, bevor wir mich testen, danke. Vorteil, wenn man Moderator ist. Dazu sagen, du hast das ja eh schon gesagt, wir merken eigentlich eh überall, dass es krammelt und kracht. Es ist nicht in Deutschland, es ist nicht in Europa diskutiert worden, es wird eigentlich weltweit werden Bildungssysteme diskutiert. Und überall krammelt schon, überall gehen Leute auf die Straße, wenn man sich die Nachrichten, vielleicht nicht die Mainstream-Nachrichten anschaut, aber vielleicht anderswo informiert und bekommt man mit, dass überall irgendwo Studenten, Studierende, Schüler, Schülerinnen auf die Straße gehen. Was dann eher möglicherweise ein Indiz dafür sein könnte, dass es dann vielleicht doch eine Systemfrage ist, sozusagen eher den Systemkritikerinnen recht gibt, dass sozusagen das nicht in dieser Weise möglich ist. Ich greife auch ganz kurz noch diesen Kritikpunkt von der Karin auf, die gesagt hat, es wird dann schubladisiert im Parlament. Ja, die Behandlung im Parlament kann eine Schubladisierung sein. Gibt es jemanden vom Podium, der sagt, okay, das ist, wird schubladisiert, aber zumindest es wird weiter diskutiert. Was ist denn da das Ziel des Volksbegehren, wenn es im Parlament einfach nur abgelegt wird und dann wieder nichts passiert? Ich kann schon was sagen, aber ich glaube, es ist jetzt nicht mehr. Ja, ich wollte eigentlich nochmal sagen, wir reden die ganze Zeit über Bildung und es ist super, dass über Bildung diskutiert wird, aber bei der Uni Brennbewegung kannst du auch zu Bildung, wessen Bildung, unsere Bildung. Und es geht eben nicht darum, Bildung von irgendwelchen Industriellen vor allen Dingen, also nehmen wir was wollen die. Und ich glaube, in dieser Interessen sind sie halt diametral entgegengesetzt, weil die einen, die wollen Humankapital öffnen, die wollen liebe Arbeiterinnen, die wollen Lehrerinnen, die lesen und schreiben können. Ja, super, aber das reicht mir nicht. Bei mir geht es um Bildung darum, dass ich Menschen kritisch, dass kritische Bildung, dass ich Menschen ermächtige, für sich selbst zu kämpfen und für ihre Interessen einzustehen, dass ich Menschen damit ermächtige, kritisch über ihre Arbeitsbedingungen nachzudenken. Und ich glaube kaum, dass die industriellen Vereinigung Bildung möchte, die mit denen sich kritisch mit den Lebensbedingungen auseinandersetzt. Das kann ich mir beim Messen nicht vorstellen. Und wenn Sie sagen, ja, wir wollen eine Akademikerquote von 40%, finde ich total gut. Aber ganz ehrlich, warum sagen Sie nicht, dass Sie keine Studiengebühren wollen? Also, und Sie reden von Chancengleichheit und Chancengleichheit, aber Bildung allein schafft keine Chancengleichheit. Es ist natürlich gut, dass es Bildung etwas zur sozialen Durchmischung beiträgt, aber wenn es 40% mehr Akademikerinnen in Österreich gibt, heißt es nicht, dass plötzlich 40% mehr verdienen. Es kann genauso kommen, dass Akademiker plötzlich weniger verdienen. Und wenn Kindergärtnerinnen plötzlich auf der Uni ausgebildet werden, heißt es nicht, dass sie plötzlich bessere Arbeitsbedingungen haben. Das bekommen sie, wenn sie kritisch gebildet werden. Und wenn gesagt wird, wenn nicht in ihnen gesagt wird, ja, ihr müsst auf die Uni. Und das andere ist halt,
Man redet immer, ja, Österreich darf nicht sitzen bleiben, in Österreich steht im internationalen Vergleich so gut da, da geht es ja darum, Staatenkonkurrenz zu haben, zu sagen, ja, wir müssen besser werden im Vergleich. Da geht es nicht darum, Menschen dazu zu ermächtigen, für sich selbst zu handeln. Und wenn sie, und vor allem, ja, wann dürfen denn Studenten mal damit mitreden? Oder wann haben Studenten jemals gefragt worden, was sie eigentlich überhaupt wollen? Und ich glaube nicht, dass Hannes Antrosch irgendwie eine Ahnung davon hat, wie es auf den Unis heutzutage aussieht. Und wenn es ihn interessiert, warum war er dann nicht im Audimax? Danke, ich habe jetzt ein Statement von Ben. Dann hätte ich den Stefan. Okay. Ja, gut, es ist jetzt einiges gefallen. Also ich muss einmal erstens mal einen Punkt ansprechen. Natürlich ist diese Opposition, wenn wir es ein bisschen breiter gehen, Opposition von reformistischen Ansätzen und systemkritischen Ansätzen, ist da natürlich latent vorhanden. Ja? Und das macht die Diskussion jetzt zwischen uns so auch ein bisschen schwierig, ja? Weil das eine sehr tiefgreifende Frage ist. Bin ich jetzt systemkritisch, sage in dem System geht es sowieso nicht, ja? Sobald irgendwas von oben kommt, ist es schlecht. Ja, sobald nicht basisdemokratisch entschieden wird, ist es schlecht, grundsätzlich verdammenswert. Manche nennen das konsequent, ich finde es manchmal ist es Eifer, wenn ich es ein bisschen provokant sagen kann. Ja. Aber ich glaube, dieses systemkritisch, diese Opposition systemkritisch und reformistisch können wir da jetzt nicht ausdiskutieren. Was ich sagen will, ich war ja im Audimax, ich habe dort auch gefroren, geschwitzt und alles Mögliche. Also beleidigt bin ich jetzt überhaupt nicht, dass das Audimax nicht da ist, dass da drinnen steht. Ja? Und ich würde sogar sagen, ich halte es doch für einen, um noch einmal ein bisschen salopp zu sein, für problematisch, ich halte es für teilweise verantwortungslos von politisch aktiven Studierenden, wenn sie sagen, hey, wir sind schlecht behandelt worden und auf uns hört keiner. Ich halte es für sehr verantwortungslos, wenn man sich dann nicht auf die Beine stellt und sagt, hey, hört uns jetzt zu, verdammt, und wir mischen uns jetzt ein in den Diskurs. Ja? Weil es ist tatsächlich so, dass in diesem Forderungskatalog viele Forderungen schwammig sind. Ja? Das heißt dann einerseits heißt es entweder hilft es nichts, schaut es nichts, weil es zu schwammig ist, oder andererseits, man muss da nachschärfen, es wird da nachgeschärft werden in den Inhalten, und gerade da ist nicht nur die Chance, sondern auch von politisch aktiven Studierenden, finde ich, die Verantwortung und die ethische Pflicht, da sich da einzumischen und da mitzureden, weil der Diskurs kommt darüber. Ja? Und insofern halte ich es für ein bisschen eine verfehlte Haltung, der ich nicht zustimmen kann, wenn man sagt, nein, oh Gott, wir werden nicht eingeladen, weil gebeten wird man nicht so oft im Leben, das ist sehr philosophisch, will ich nicht, ja? Aber es ist so, und gerade als Protest muss man doch selber den Arsch hochkriegen und das verdammt nochmal mitmachen und das auch unterminieren von mir aus, ja? Und ja, bei industriellen Vereinigungen oder wem immer, möglichst wenig Stimme dabei lassen und das Volksbegehren unterminieren und unterwandern und immer. Okay, ich würde jetzt zu Wort kommen lassen, dann Stefan. Ich fange vielleicht auch an vom generellen Statement. Also ich finde, es ist ein bisschen schade, dass wir jetzt nur fragen, ja oder nein, also stimmen wir dafür oder dagegen, weil eigentlich sollte das meiner Meinung nach eine inhaltliche Diskussion sein, damit die Leute endlich mal wissen, worum es eigentlich geht. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich für die Unterstützung bin, insofern, dass es eine Diskussionsbasis bleibt und die Leute die Ohren offen halten, damit sie vielleicht bei dem nächsten Schritt dann auf die Straße gehen und was machen. Und das wäre mein persönlicher Wunsch, dass die Menschen sensibilisiert werden, auch in Bezug auf deine Frage, was passiert, wenn das in die Schublade kommt. Dann bin ich dafür, dass zumindest die Leute irgendwie jetzt wissen, worum es geht und sich hinsetzen und etwas schreiben oder auf die Straße gehen. Aber es gibt natürlich extrem viele Kritikpunkte an diesem Bildungsvolksbegehren. Zum Beispiel eben die Position von Androsch und Konsorten. Ich meine, wenn der Androsch irgendwie sich so schwammig gegen Studiengebühren ausspricht, dass er sagt, derzeit nicht, dann heißt es so viel wie, naja, der kann sich schon vorstellen. Und das ist natürlich ein ganz großer Punkt, der sofort irgendwie kritisiert werden müsste.
Was ich aber auch wichtig finde, ist, dass die Kindergärten absolut höher aufgewertet werden und dass wir nicht alleine an die Hochschulbildung denken müssen, sondern sie integrieren müssen in das gesamte Bildungssystem. Und das gesamte Bildungssystem besteht momentan aus so getrennten Phasen, die gut sein können, schlecht sein können. Und es geht eigentlich darum, dass die Leute sensibilisiert werden, dass da insgesamt eine Reflexion stattfinden muss, wie schaut es wirklich aus. Und dazu haben sie das Konzept von Finnland hergenommen, was an sich auch kritisch zu hinterleuchten ist, weil man kann nicht Finnland über Österreich drüber stülpen, finde ich. Aber auf der anderen Seite sind da sehr positive Punkte im Bildungssystem drinnen, die wir uns zu Herzen nehmen können. Zum Beispiel, dass die Gruppen klein gehalten werden, dass die Infrastruktur für Schulgebäude absolut wünschenswert ausgestattet ist. Und und dass die Bürokratisierung des Bildungssystems wegfällt und dadurch viel Geld gespart werden kann und direkt an Pädagoginnen, Studentinnen und so weiter weitergereicht wird. Insofern finde ich eigentlich einen inhaltlichen Diskussionsbedarf und ich finde es auch sehr zu kritisieren, dass dieses Bildungsvolksbegehren überhaupt nicht inhaltlich diskutiert wurde, sondern gerade nur Stellungen dazu bezogen worden sind. Und ja, ich hoffe, dass es eine große Anteilnahme an der Diskussion geben wird und dass Sie auch auf Umsetzung plädieren. Nur einen kleinen Punkt, das kritisch an die ÖH, das hat die ÖH sich auch nicht ganz sonderlich beteiligt. Sie war wohl eingebunden zuerst, ja, aber ich hätte mir da viel mehr mediale Aufmerksamkeit. Sehe ich ganz genauso, auch wenn ich ein Teil der ÖH bin, bin ich absolut dagegen, dass diese Diskussion untergraben wird. Wenn ich das richtig sehe, war das auch ein bisschen so das Thema von der Veranstaltung Uni brennt versus dem Volksbegehren. Und ich wollte Bezug nehmen auf das, was du gesagt hast, so ein bisschen. Ich glaube, also ich habe Uni brennt und eigentlich alle sozialen Bewegungen immer so verstanden, dass es nicht darum geht, dass wir uns da jetzt irgendwie institutionalisieren lassen und dann wo rein reklamiert werden und mitreden können. Bei den sozialen Bewegungen allgemein, glaube ich, geht es darum, dass wir die für uns her drängen, schieben und irgendwie anspornen, dass noch mehr geht. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, nicht jetzt zu sagen, vielleicht ja, unterschreiben, das kann jeder und jede für sich selber entscheiden, aber ich glaube, total wichtig jetzt, also, wenn es noch Unibrand geben wird, ich würde sagen, es gibt sicher noch viele Aktivistinnen und Aktivisten, die irgendwo aktiv sind, aber diese riesige Bewegung ist nicht mehr da, würde ich sagen, wäre es wichtig, dort das einzufordern, wo andere gescheitert sind, eben zum Beispiel beim klaren Bekenntnis zum offenen Hochschulzugang, zu einem Absage bei Studiengebühren und vor allem als emanzipatorische Bewegung, als die irgendwie einen emanzipatorischen Anspruch an sich selber stellt, glaube ich, ist dieses Volksbegehren vollkommen verfehlt, weil die IGA hat es schon angesprochen, da ein bisschen, es ist überhaupt gar nicht drinnen, wo irgendwie eine Aufwertung passiert, dass die Leute, die selber betrifft, die Schüler und Schülerinnen, schon vielleicht im Kindergartenalter irgendwo mal anfangen und auch bei den Studierenden und die Lehrenden selber mitbestimmen, um was geht. Da geht es nur darum, dass es autonom ist. Aber ich meine, was heißt autonom? Autonom haben wir gesehen, was die Uni-Reform heißt. Da heißt, da stülpt man drüber, da entscheidet dann ganz monokratisch ein Rektorat und die Mitbestimmung von den meisten, die auf der Uni sind oder in den Schulen sind, schaut ganz klein aus. Und das fehlt total, finde ich. Und deswegen kann ich halt so, wenn ich sowas sagen müsste, irgendwie aus emanzipatorischer Sicht sagen, eigentlich nicht. Und was ich noch sagen wollte, das wollte ich nur anmerken, weil da steht, den Protest ins Parlament tragen. Wir waren ja schon im Parlament, zweimal, glaube ich, sogar schon. Verhaftet, ja. Extremismus-Datenbank, alles dabei. Und zum Daniel wollte ich noch sagen, weil du die ÖH so anschießt, die ÖH war ganz massiv, die Bundesvertretung, bei den Verhandlungen am Anfang dabei. Und hat auch ganz stark ihre Sachen rein reklamiert. Nur, ich meine, ich kenne nicht die ganzen Interne, ich will sie auch zum Teil nicht sagen, weil es, glaube ich, interner bleiben soll, aber da hat es einfach eine massive Kompromisslosigkeit gegeben und dann gab es nur die Möglichkeit, das kann man so nicht unterschreiben. Und sich dann nicht mehr einzumischen, ist irgendwie nur logisch, weil das Papier war da und was soll man nachher noch groß inhaltlich diskutieren? Es ist irgendwie schon steingemeißelt, wenn du es eingebracht hast beim Innenministerium. Das weiß ich schon eben, dass Sie mit einbezogen. Entschuldigung. Ja, ich hätte schon eine direkte Antwort schon.
Okay, ich weiß schon, dass ich mit einbezogen war in die Verhandlungen und ich kann mir vorstellen, dass das sehr ungustiös abgelaufen ist dann im letzten Moment und ich verstehe auch den Ärger. Aber ich finde, als ihr mit eurer Expertise und auch mit eurem, eigentlich mit eurem Auftrag, Bildungspolitik zu machen, darf sich, finde ich, aus so einem Diskurs danach nicht raushalten. Ja? Und dafür war für mich so viel Funkstille, ja, in einer gewissen eine gewisse Passivität. Das meine ich danach. Ja? Und ich finde, man kann sich dann sehr wohl noch einmischen in den Diskurs. Also, weil ich habe mich schon gemacht, aber jetzt wirst du dich irgendwie dran sein, glaube ich, oder? Können wir gerne einrichten. Okay. Aber war nicht da oben schon der Name? Es war jetzt dran, noch einmal, zweimal. Dann habe ich notiert, Ruth Wieser, du bist dann auch aufgefallen, aber wir können das. Ich habe auch gemerkt, dass ich schon vorher wollte. Okay, dann haben wir. Ich will nicht mehr das Wort nennen, aber ich habe mir sozusagen circa gleichzeitig. Aber das ist ja auch. Ja, weil es auch wahnsinnig viel gefallen ist und ich würde gerne zu ein paar Sachen etwas sagen. Nämlich, also sozusagen, ich muss dem Daniel jetzt in den Rücken fallen, insofern, dass ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass die anderen hier, oder sozusagen sie, er und so weiter, jetzt eine Eiferer-Position vertreten. Also ich kenne Eiferer-Positionen und die schauen ein bisschen anders aus. Also ich glaube, hier sind wir immerhin noch in einer Diskussion, wo man sozusagen das Ziel verfolgen kann, sozusagen zu gemeinsamen Haltungen zu kommen, auch wenn natürlich klar ist, dass die Diskussionen hier, die einen haben die anderen Positionen, die anderen haben die andere, und wenn man rausgeht, wird sich nicht so wahnsinnig viel geändert haben, ist es aber immerhin sozusagen, das sind keine unüberbrückbaren Gräben, glaube ich. Und weil ich ja auch glaube, dass vieles von dem, was ihr sagt, recht, dass ihr recht habt, natürlich muss man irgendwann mal die Frage auch, man kann nicht über Bildungspolitik diskutieren, ohne zu diskutieren, was ist eigentlich. Was will ich eigentlich mit Wissen? Ja, will ich sozusagen Leute, die nur ökonomisch verwertbares Wissen akkumulieren, oder will man Leute, die sozusagen, jetzt ist es emanzipatorisch, ich kann aber auch sagen, die sozusagen den Zauber der Literatur für sich entdecken und den werden sie nicht entdecken, um später mal in einer höheren Gehaltsstufe zu sein. Ja? Ich glaube, dass das aber alles nicht so tragisch ist, glaube ich, weil du kannst Bildung ohnehin nicht so organisieren. Also selbst wenn du Bildung mit instrumentellen aus instrumentellen Gründen versuchst zu etablieren, dann wirst du sie nur hinkriegen mit nicht instrumentellen Mitteln. Ja, du wirst sozusagen kleine Kinder oder junge Menschen nicht begeistern, sozusagen für Wissen, für Geschichten, für Literatur, mit instrumentellen Mitteln, sondern nur indem du sie begeisterst, und das geht eben nur mit nicht instrumentellen Mitteln. Das ist das eine, was ich sagen will. Das zweite, zur IV, ja natürlich habe ich nicht in allen Fragen die gleiche Position wie die Klausus oder irgendwas, das ist ja auf der Welt. Ich muss nicht in allen einer Meinung sein, wenn ich in einem Punkt einer Meinung bin, wo ich finde, es ist wert, durchgesetzt zu werden. Wenn die Industrievereinigung dagegen ist, dass es 8% Schulabbrecher mit 14 Jahren in unserem Land gibt und ich bin dafür dagegen, dass es 14% Schulabbrecher gibt und die Kinder sozusagen dann im Park landen, wo sie sozusagen die Zeit totschlagen, dann sind wir, ist das mal schon ein ganz wichtiger Punkt, wo ich froh bin, wenn wir uns darauf einigen können, dass ich mich mit denen nicht auf alles einigen kann. Du bist doch jetzt irgendwie wurscht mal fürs Erste. Ja? Also sozusagen sei denn, man sagt, dass dann das, worauf ich mich nicht einigen kann, ist so viel wichtiger als das, worauf ich mich einigen kann. Das ist das sozusagen das ist so lächerlich, der kleine Punkt, auf den ich mich einigen kann, verglichen mit dem, worauf ich mich nicht einigen kann. Dann kann ich diese Position vertreten. Aber für die, sagen wir mal, 5, 6, 7% jungen Menschen in unserem Land, die sozusagen dann vielleicht keine Schulabbrecher sind und vielleicht ein bisschen ein besseres Leben oder ein viel besseres Leben führen, ist das so relevant, glaube ich, dass du die Frage sich selbst beantwortet. Und weil du das mit den Rankings gesagt hast, es gibt, weißt du, man kann nicht immer alles vergleichen. Man kann nicht sagen, okay, wenn der eine sagt, Schweden ist so und das muss man erreichen, dann ist es die gleiche Art und Weise von Standortkonkurrenz, wie wenn man sagt, okay, Deutschland hat Lohnstückkosten von so und so viel und wir haben ein bisschen höhere, deswegen müssen wir sozusagen die Löhne kürzen. Ja, also das sind zwei verschiedene. Es sind schon zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja? Weil das bei einem geht es darum, gibt es Gesellschaften, die bestimmte Sachen besser organisieren, und zwar besser für die Menschen, ja? Und zwar nicht nur im Wirtschaftswettbewerb, sondern besser für die Menschen. Gibt es Gesellschaften, die eine egalitärere Verteilung haben, materielle Verteilung von Lebenschancen, in vielerlei Hinsicht,
die dann auch besser funktionieren, ja? Wo es eine geringere Kindersterblichkeit gibt, ja? wo sozusagen die Lebenserwartung eine höhere ist, wo es weniger Leute mit psychischen Störungen gibt, was auch immer man sich als sozialen Aspekt ausdenken kann, und dann sage ich, ja, die gibt's und unsere Gesellschaft ist noch nicht so weit, dann darf das schon ein Ansporn sein, der nichts mit Standortkonkurrenz und diesem Ökonomisierung zu tun hat, sondern eher etwas, auch ein gutes Argument ist. Ja? Ein gutes Argument, ja? Gegenüber diejenigen, die sagen, nee, das geht eh nicht besser. Es geht besser, braucht sich nur anschauen, also strengen wir uns an. Und jetzt ganz simpel gesagt, ja, das ist jetzt vielleicht, na, zwei Sachen würde man sagen. Sozusagen das eine, ganz simpel gesagt, natürlich ist das Ziel des Volksbegehrens und der Grund des Volksbegehrens, ja? Dass wir ein vermodertes, insbesondere Schulsystem haben und ein vermodertes Kindergartensystem, das die SPÖ dauernd schon ändern will, und die Grünen wollen es die ganze Zeit ändern, und alle anderen progressiven Kräfte wollen es ändern, und ihr wollt es auch ändern, ihr wollt es noch mehr ändern, ja? Und dann gibt es die ÖVP, die dagegen ist, und aufgrund der Organisation kann sie das blockieren. Und es geht so weit, dass selbst innerhalb der ÖVP viele schon dafür sind, das zu ändern, aber sozusagen innerhalb ihrer Partei nicht zum Zug kommen. Und dann, und sozusagen, um diese Konstellation aufzubrechen und Druck auf diese Leute, diese beharrenden Kräfte in der ÖVP zu machen, das war der Grund des Volksbegehrens. Da geht es sozusagen um Taktik. Kann ich sagen, es ist schlecht oder es ist gut, ja? Aber das ist einfach der Fakt, und die Taktik ist, geht dann natürlich nur da auf, wenn ich sozusagen diejenigen Kräfte, in dieser einen Frage oder in diesen drei, vier, fünf Fragen, um die es da geht, sozusagen auf einer Linie mit progressiven Kräften sind, aus der ÖVP mit auf so eine Plattform nehmen. Und deswegen sind halt sozusagen die progressiven Schulreformen der ÖVP da drin, deswegen ist die industriellen Vereinigung da drin. Und das ist, glaube ich, in dem Fall auch wichtig. Und es geht in dem Fall um diese Sache. Es geht sozusagen, Uni Brent war sozusagen natürlich nicht nur eine Bildungsreformbewegung, ja, sondern es war auch ein Experiment in sozialer in Demokratie, es war ein Experiment in partizipativen Formen, deswegen hat euch das so begeistert, deswegen hat das auch viele andere Leute so begeistert, es war ja nicht so, dass das, es hat ja auch einen Grund gehabt, warum das sozusagen so viel Aufmerksamkeit von außen gehabt hat. Das ist das Volksbegehren jetzt nicht, klar, ja? Ganz klar, es ist was anderes, aber deswegen ist es nicht notwendigerweise was Schlechteres, es ist einfach was anderes. Ja? Und das Letzte, was ich sagen will, und jetzt falle ich ein bisschen in meine Rolle als Zeitzeuge, ja? Ich bin schon ein älterer Herr, es gibt in sozialen Bewegungen, das rieche ich hier ein bisschen so, oder ich habe das ein bisschen so, plötzlich kriege ich das so mit, also das ist so ein Gefühl, immer ja, eine Gefahr des Veteranenhaften. Ja. Das Veteranenhaften, bei uns war es so toll vor zwei Jahren, und das wird jetzt nicht gewürdigt, und deswegen ist man beleidigt. Ja. Und ich werfe euch das jetzt überhaupt nicht vor, ich kenne das. Ja. Ich bin in den 70er Jahren groß geworden und in den 80er langsam sozusagen tot. Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre dauernd politisiert, und immer gab es viele Leute, die gefunden haben, 68 war es viel besser. Ja, und 77 war es viel besser, da war die AKW, und in der Arena war es viel besser. Und dann haben wir unsere Studentenbewegung 86 gemacht. Ohne Zweifel hätten wir 88 auch genügend Leute gefunden, die gesagt haben, aber 86 war es viel besser. Und das ist eine Falle, weil sozusagen es ist auch eine Falle, das ist eine Gefahr, weil die Welt geht weiter und Bewegungen, die vorbei sind, sind auch vorbei. Ja? Und man tut sich selbst und sozusagen seinen Anspruch, die Welt zu verbessern, was gut ist, wenn man das auch akzeptiert, dass sie vorbei ist. Ja? Sozusagen, jetzt ist was Neues und das Neue wird auch irgendwann mal vorbei sein. Ja? Vielleicht wird sitzt in zwei Jahren hier der Antrag von seinem Bildungsvolksbegehren und es gibt schon wieder was Neues. Und er sagt, aber mein Bildungsvolksbegehren wird nicht ausreichend gewürdigt. Ja? Es geht dann nur sozusagen um eines, nach vorwärts schauen und nicht nach rückwärts schauen, womit ich jetzt nicht meine, dass ich da jetzt ausreden will, dass du die Dinge, die schon gut gemacht worden sind, versuchst, weiter wo hinein zu reklamieren, aber sozusagen diese veteranenhafte Haltung ist eine Gefahr. Ja? Und das ist jetzt absurd, an jedes Sauber, wenn sie gerade viel Stopp so ein bisschen, ja? Aber sie, vielleicht weiß, kenne ich sie deswegen auch besser, ja? Und weiß, wie viele in diese Falle schon getappt sind. Ja? Ich hätte ganz kurz so als Reflexion, das ist eine Diskussion und es kann nur hoch, und ich glaube, das hat 10 Minuten rausgenommen, einen hoch zu machen. Vielleicht bei der nächsten Wortmeldung zu beachten, okay? Das hat sich bis jetzt niemand rausgenommen.
Ich hätte jetzt noch meine Liste, Lisa, Ruth, Alexander und die Iga. Die Iga wollte, glaube ich, direkt darauf antworten. Ich habe im Publikum 1, 2, 3 Wortmeldungen. Wollen wir zuerst Publikum oder willst du zuerst auf dir? Ja, also ich wollte sagen, also dieses liberalen Haftung, das halte ich für einen absoluten Blödsinn, Entschuldigung, weil also gerade diese Grundpfeiler, die Sozialbewegungen hatten und die Uni-Brenner, die sieht man ja, das kommt ja immer wieder, das ist ja ganz egal, ob das jetzt erkannt wird, ist das in Spanien oder ob das jetzt bei den Occupy-Protesten ist, es ist immer das Gleiche, es ist immer dieser basisdemokratische Aufschub von unten und nicht von oben und dieses Bildungsvolksbegehren ist von oben und wenn ich jetzt an Uni-Brenner festhalte, das ist es eigentlich. Also ich habe da keine Nostalgie, natürlich auch, aber es ist kein Literatur. Ich glaube, dass das die einzige Form ist, wie man überhaupt in Zukunft gemeinsam leben kann. Ich glaube nicht an Parteien, ich glaube nicht an irgendwelche industriellen Vereinigungen, ich glaube daran nicht. Ich glaube nicht an dieses Vertretenwerden, weil es nicht funktioniert. Und, ja, genau. Und das ist einfach der Punkt von diesen ganzen neuen sozialen Bewegungen. Ich würde jetzt kurz wieder ans Publikum schwenken. Also ich versuche mich möglichst kurz zu halten. Ich weiß nicht, ob mir das gelingen wird. Auf jeden Fall, wichtig, denke ich mir, ist auf jeden Fall, man kann alles nur Schritt für Schritt machen. Das heißt, einmal das unterschriebene Volksbegehren, das heißt nicht, dass das Problem gelöst wird. Es kann sein, dass hoffentlich das nächste Bologna Burns irgendwas stattfindet oder was immer. Aber es ist nicht ein Schritt, nicht nie alles. Es muss in Bewegung bleiben, das ist das Wichtigste. Und beim Ranking wollte ich noch was sagen. Ich bin Türkin, ich lebe seit 38 Jahren in Wien und als österreichische Staatsbürgerin bin ich schon am Mittwoch einen Tag zu früh gegangen, um zu unterschreiben und bin heute wieder gegangen, um zu unterschreiben. Die Details sind vollkommen unwichtig, was da steht. Und der Grund, warum ich sage, dass ich Türkin bin, ist wichtig, auch in dem Ranking. Da möchte ich dazu sagen, dass zum Beispiel in der Türkei ist alles viel beschissener, um das mal blöd zu sagen. Und zwar kurz auch deswegen, Atatürk hat sogenannte Volkshochschulen am Land gegründet, am Dorf, an den Dörfern, um die Bildung zu geben. Und sein Nachfolger, ich erinnere mich schon, ob das jetzt amerikanischer Einfluss war oder was auch immer, aus Angst vor Kommunismus wurden sie geschlossen. Und seither, also das ist der erste Schritt, dass die Bildung einmal zurückgegangen ist in der Türkei. Und jetzt ist es so, dass es überhaupt nach dem Militärputsch 1981 Religion ist Pflichtfach geworden, Philosophie Freifach. Das sind schon Zeichen, dass Religion, dass zum Beispiel jemand wie der Erdogan, der ein Religiöser ist und die Religion wieder hochputscht, also so, das sind Zeichen, dass das kritische Denken weggeht. Und das ist wirklich das Beschissenste überhaupt, finde ich auch, das ist kritische Denken. Um das zu behalten, muss eben die Bildung möglichst weitergehen. Ich möchte das dann später nochmal aufgreifen mit einer Frage an die Runde, wie man das kritische Denken da etwas mehr benennt und wo Schwerpunkte gesetzt werden, zum Beispiel in der Schule der politischen Bildung. Ich möchte aber zuerst nochmal ein paar Gelegenheiten. Es gibt doch das einige Punkte, die man gerne entweder ziemlich schwammig oder so einfach undehnbar formuliert sind, dass man darunter dann so ziemlich alles Mögliche, was ich jetzt auf gar keinen Fall will, verstehen kann, der richtige politische Hintergrund natürlich vorausgesetzt. Und das Schreiben werde ich jetzt wohl trotzdem müssen, weil ich mir einfach nicht erlauben kann, dieses Bildungsvolksbegehren abschinken zu lassen, weil man stellt sich vor, was passiert, wenn dieses Volksbegehren jetzt katastrophal fehlschlägt. Es werden wahrscheinlich die Schwarzen ziemlich als Signal dafür sehen, dass ihre Betonpolitik in Sachen die Schulteilung muss bleiben, werden die dadurch gestärkt werden. Aber ein Punkt, der mir am Bewegungsvolksbegehren jetzt besonders suspekt vorkommt, der neunte Punkt. Es heißt zwar verbindlicher Ausbauplan und kontinuierlich Erhöhung der öffentlichen Finanzierung, aber bei den Details. Der zweite Punkt bei den Details, da eine Studienplatzfinanzierung, bla bla, berücksichtigt. Ein solches Modell ist in der Lage, nicht nur den Hochschulzugang sinnvoll zu gestalten, mit dem richtigen politischen Hintergrund liest man sinnvoll zu gestalten, als völlig zu beschränken. Anreize zu setzen für bestimmte Studienrichtungen kann auch gelesen werden, als andere Studienrichtungen nicht machen. Und von Studiengebühren ist hier überhaupt nicht die Rede. Also ein gewisser Antrag, der diese zum Beispiel
Prominente natürlich dadurch dann auch medial mehr Präsenz kriegen und diese Präsenz vielleicht auch dazu nutzen, um erst recht Gebühren zu fordern. Also es ist mit irgendwie suspekt. Im Gegensatz dazu, und das ist ein 7. Punkt, da steht zum Beispiel sogar extra dabei, das Schulangebot darf keine versteckten Zusatzkosten verursachen. Sowas fehlt mir irgendwie bei den Universitäten, aber trotzdem, unterschreiben werde ich es wohl müssen, weil was ist, wenn dieses Volksbegehren abschmiert? Furchtbar, nicht auszudenken. Dann ist das Thema Bildung wieder weg von der politischen Agenda. Ja, ich möchte da gleich anschließen, aber auch nur eine Chance, dieses Volksbegehren zu unterschreiben. Es ist jetzt an den Brand mit dieser Bildungsinitiative verglichen worden und was mir da eingefallen ist, bei Uni Brent ist sehr viel darüber diskutiert worden, was Bildung ist. Ja? Und ich unterrichte selber schon seit 1983 und habe den Eindruck, dass Bildung in österreichischen Schulen also schon sehr verstaubt definiert wird. Also, und dass es ein genauso großes Problem ist, mal Bildung so zu definieren und festzulegen, dass man dann auch unterrichten kann. Wir hätten jetzt noch, ich würde jetzt zurückgehen zum Podium. Und das fehlt irgendwie in dem Fußball. Ich hätte Lise, Ruth, Alexander, Anne-Marie, da hätte ich dann da oben und hier, sehe ich auch wieder eine neue. Machen wir weiter, Lisa. Okay, das ist immer schwierig, muss ich sagen. Warten muss, ich wollte eigentlich auf was anderes eingehen und zwar. Mir nochmal konkret überlegen, so stimmungsbildmäßig, wie es ausschaut. Ja? Es schaut auch nicht aus, als ob es eine Tendenz gäbe, das Volksbegehren unterstützen zu wollen, aus taktischen Gründen, aus manchmal vielleicht auch inhaltlichen Gründen. Aber letzten Endes spüre ich persönlich eine große Unsicherheit in der Bevölkerung. Und zwar, und ich glaube, diese Unsicherheit kommt halt auch daher, weil eigentlich eben das wurde genannt, schwammige Formulierungen drin sind, so man es gelesen hat, aber viele Menschen haben es vielleicht gar nicht gelesen und wissen eigentlich gar nicht, worum es geht. Da war auch schon die Diskussion, dass viele Leute gar nicht wissen, was ein Volksbegehren ist. Also es ist eine große Unsicherheit aufgrund der fehlenden Information, was konkret umgesetzt werden muss, soll, wird. Und da würde ich auch ansetzen, um zu sagen, was soll zum Beispiel nicht umgesetzt werden. Also zum Beispiel im ersten Absatz steht, dass diese Ressourcen, Bildung, dass Bildung eine Ressource ist und dass deswegen irgendwie ein wichtiger, dass wir darauf Wert legen sollen und so, das sehe ich zum Beispiel ganz und gar nicht so. Also Bildung ist extrem wichtig, aber keine Ressource. Also solche Dinge, das gehört einfach kritisiert, aber wenn steht, daher muss es radikal geändert werden, ist das eine Forderung, die ich absolut unterstützen würde. Ja? Und zwar, dass wir nicht wieder nur kleine Kompromisse schließen, sondern wirklich 2% des BIP einfordern und umsetzen, weil dann können Rahmenbedingungen geschaffen werden. Das zweite ist, das hat der Herr angesagt, und zwar, dass der Praktische, dass die Leute, die wirklich in der Praxis daran beteiligt sind, dass die zu Wort kommen sollen. Und das schließt irgendwie auch an die Uni-Brennbewegung an, dass die Leute, die wirklich wissen, worum es geht. Und das ist bei Lehrerinnen, Pädagoginnen, Kindergärtnerinnen und Studierenden und natürlich Hochschuldozentinnen. Also jeder sollte irgendwie die Möglichkeit haben, da eine Stimme abzugeben und nicht nur etwas zu unterschreiben, das nicht umgesetzt wird, sondern dass die Leute zu Rate gezogen werden, was eigentlich konkret alles falsch ist. Und so stelle ich mir das eigentlich vor. Ja, ich würde erst mal gucken, wenn ich wieder nach dem Sinn fallen muss. Das würde es gut unterstützen, Frau Partner. So, diese schwammigen Begriffe, ja, die sehe ich eigentlich voll keine positiv. Also freut mich, dass man manchen Punkten schwammig ist, weil, also wenn ein Politiker das dann in irgendeine Richtung auslegt, dann kann es den nicht hinter Volksbegehren verstecken, weil so steht das Wissen nicht mehr drin. Was drin steht, ist schwammig, das ist nichts Konkretes. Das heißt, er kann das nicht als Rechtfertigung für irgendwas heranziehen. Dann soziale Bewegungen, worum es da geht. Ja, um all das, also wenn irgendwas mit das Ziel rechtfertigt nicht den Weg oder der Weg ist das Ziel, also schon wichtig, wie man es macht und das ist eine Zielkomponente, die es fein macht und es wichtig macht und die irgendwas beibringt. Aber für mich hat es halt schon auch ein Ziel, wenn man in solchen sozialen Bewegungen engagiert.
Und diesem Ziel kann man mit dem Bildungsvolksbegehren ein Teil ein bisschen weiter. Viele Sachen sind da drin, aber ein paar Sachen sind drin. Und zumindest da kann einmal was weitergehen. So, und dann, also das ist kritische Denken und so. Ja, darum geht es bei Bildung. Also das wäre das Optimale. Ich frage mich nur, das Potenzial für kritisches Denken wird nicht weniger, wenn man das Volksbegehren unterschreibt. Also es ändert sich strukturell sehr viel zum Besseren. Und das Potenzial zum strukturellen Denken, zum kritischen Denken, das man bei Leuten erzeugen kann, das man bei Leuten erzeugen wollen, das wird dann nicht weniger. Es werden natürlich die Rahmenbedingungen besser. Und was ist daran schlecht? Weil, also durch kritisches Denken, das kommt sowieso durch andere Sachen als Sachen, die man beschließen kann. Dann müssen wir die Bewegung auf ganz Österreich ausgehen, das hat nicht funktioniert. Wir können jetzt wieder starten und wir sind dabei. Aber das Volksbegehren ist was ganz was anderes, es spricht ganz andere Sachen an. Und dann, wegen der Kanadrasch immer wieder, ich bin auch nicht begeistert von unseren Privatmeinungen. Aber das ist Herr Andrasch. Und wie geht meine Stimme nicht dem Herrn Andrasch zur weiteren Verwendung, sondern wie geht meine Stimme genau den Forderungen, die da drinnen stehen. Und das ist alles. Und von dem her kann er sagen, was er will und alle anderen auch. Also das betrifft nur Unterschriften. Und es gibt auch andere Player, also es gibt die Grünen, es gibt die Roten, es gibt 100.000 andere. Also er hat damit die Einmacht, würde man sagen, oder er hat damit drauf auch diesen Ideen. Und dann, weil es von oben kommt, dann nicht von unten, es ist ein Volksbegehren. Also ich glaube nicht, dass es von oben kommt, vor allem eben, weil das Volksbegehren nicht nur durch eine andere Sprache wird, sondern von vielen anderen auch. Es kommt von einer anderen Seite, wenn man Ideologien anschaut. Ja, aber es kommt nicht nur von den jungen Liberalen. Na, also ich weiß, ich bin ja definitiv mehr auf der anderen Seite angesiedelt. Aber es ist trotzdem nicht oben, es ist ein Volksbegehren. Es ist ein Volksbegehren. Gut, ich hätte jetzt mit Alexander auf der Liste, oder bist du noch nicht fertig? Doch, wir sind fertig. Ja. Ich hätte noch einen Alexander, als nächstes hätte ich dann da oben, dann hier und dann. Also für mich war die Ohne-Brenn-Bewegung und die Audimax-Besetzung der größte zivilgesellschaftliche Impuls, den ich erlebt habe. Und ich glaube, es wird das Bildungsvolksbegehren nicht geben ohne die Ohne-Brenn-Bewegung. Wo ich Recht gebe an manchen, die gemeint haben, also die wehmütig waren, was ich wirklich nicht in Ordnung fand in Österreich, ist, wie Politikerinnen und Politiker politisch engagierte junge Menschen behandelt haben. Also das war nicht demokratisch und das war auch nicht ermutigend, dass es Sinn macht, als Bürger und als Bürgerin sich zu engagieren. Da war zu wenig Dialog und zu wenig Reaktion, sondern zum Beispiel die Statements von Hahn in Erinnerung, so spontane Dinge sind enden wollen. Ich glaube auch ohne Brand, das ist eine starke Strömung, die in alle Bereiche mit den Lebenswegen der vielen Menschen in die Gesellschaft sich verteilt und das ist keineswegs auf keinen Fall umsonst. Bildung ist per excellence ist Bildung emanzipatorisch. Ich habe mit einem Freund aus der 30er Generation, der jetzt in Pension ist, geredet und er hat gesagt, das war von der Arbeiterinnen- und Arbeiterbewegung, das war der Leitspruch des Anfang des letzten Jahrhunderts, Bildung macht frei. Also ich kann nicht verstehen, dass man sich dann in Kinkerlitzchen verliert und sagt, das ist mir jetzt zu wenig emanzipatorisch und das Thema ist per excellence emanzipatorisch. Und da denke ich mir, da ist doch die große gesellschaftliche Metaebene viel wichtiger, eine gemeinsame Schule, eine Vernetzung von allen Gesellschaftsschichten durch die gemeinsame Schule, eine größere Inklusion der Gesellschaft zum Beispiel. Ich überlege, was ich noch gerne ansprechen würde, was noch nicht angesprochen wurde. Ich würde gerne ein bisschen was Kritisches sagen. Wenn man emanzipatorisch ist und sagt, ein Mensch soll seine eigenen Entscheidungen treffen können, soll selber denken können, soll seine eigene Persönlichkeit entwickeln, dann glaube ich, muss man auch akzeptieren, wenn er quasi auf diese Weise andere Meinungen, andere ideologische Positionen, andere Gruppen zugehörigen wählt. Das widerspricht für mich, wenn ich dann höre, das sind ja auch die jungen Liberalen dabei.
Ich meine, viele unserer großen gesellschaftlichen Errungenschaften, wie die individuelle Freiheit, waren gesellschaftspolitisch liberale Strömungen. Ja, ich bin viel kritischer im wirtschaftsliberalen Bereich, vor allem im extremistischen wirtschaftsliberalen Bereich. Aber ich finde, dass wir da durchaus auch demokratischer werden sollten und quasi im demokratischen Diskurs einfach respektieren müssen, dass es so ist, dass es unterschiedliche Gruppen gibt. Und das war für mich auch heute ein großes Anliegen in dieser Diskussion. Ja. Ich glaube, wenn wir zum Beispiel als Bewegung mit verschiedenen Strömungen weiter aktiv sein müssen, dann dürfen wir uns auch nicht total zersplittern und sagen, na, das sind die Leute im Epizentrum und jetzt gibt es da die Bar, die da jetzt im anderen schlaufen, da weiß ich nicht. Ja. Das wäre mein Appell, dass wir wirklich eine demokratische Realität, die aus meiner Sicht die bestmögliche ist, ich kenne auch keine bessere, dass wir das respektieren. Und das Letzte ist, ja genau, da hatten Sie eine Sache noch, wo gesagt hat, ja, wir waren schon im Parlament. Entschuldigung, wir haben in unseren besten Zeiten, sagen wir mal, zigtausende Leute auf die Straße gebracht, vielleicht waren es 50.000. Das Bildungsvolksbegehren hat jetzt 50.000 Unterstützerinnen. Ich finde es toll, wenn eine Aktivistin in Gruppe im Parlament ist und Einzelpersonen und Gruppen können unglaubliche Impulse setzen. Ja? Aber das sind 50.000 Stimmen und es werden mehr werden wahrscheinlich. Und ich kann nur sagen, entschuldige, gegenüber all den Menschen, die da sagen, ich stimme damit, finde ich den Vergleich ein bisschen, finde ich ihn ehrlich gesagt unzulässig. Und ich glaube, wir sollten wirklich mehr über die demokratischen Perspektiven von Zivilgesellschaft, auch von Uni Brent, dass sie nachdenken. Für mich gibt es immer diese drei Handlungsdimensionen. Das ist Generalstreik, Weltrevolution, Demonstration und Besetzung. Das sind vier. Ja. Und ich glaube, man sollte wirklich auch über demokratische Perspektiven nachdenken. Weil wir können in einer Demokratie sehr viel bewegen. Wir haben jetzt völlig neue Parteien, zum Beispiel Piratenparteien. Ich habe kaum da irgendwie bis jetzt einen Zugang und kenne mich bei vielen Themen, die schwerpunktmäßig gar nicht recht aus, aber sagt, puh, da marschieren auf einmal junge Leute in Parlamente, Landesparlamente und auch Bundesparlamente hinein. Ich sage Atomausstieg in Deutschland. Das war ein harter Kampf, glaube ich, ein wirklich sehr harter und leider dann noch der Fukushima dann irgendwie, also irgendwie besiegt. Bitte? Bleibt's dabei, wenn man da noch aber dann, ich sag noch ein, ein letztes Beispiel. Ich meine, Rot-Grün in Wien, das ist eine Veränderung. Das ist eine demokratische Veränderung. Und ich glaube, wir sollten wirklich auch über, vielleicht können wir das auch noch in einer Schlussrunde über die demokratische Perspektive. Ich habe die Annemarie vergessen, die Herr Kulper. Das war mit dem Parlament so ein bisschen polemisch. Ich habe nur damit gemeint, ich glaube nicht, dass die Politiker und Politikerinnen uns so wirklich ernst nehmen, egal ob wir jetzt Zettel schmeißen oder 50 Unterschriften bringen oder 50.000 auf der Straße sind. Also, ich würde sagen, also ich war die letzten paar Tage im Epizentrum. Und was bringt Rot-Grün in Wien, wenn sie Zwischennutzungen in Koalitionsvertrag schmeißen und dann mit dem Wegern das Haus räumen wollen? Also ganz ehrlich, so viel hat Rot-Grün in Wien nicht gedrückt. 100 Euro Öffi-Ticket, ja 100 Euro, 360, ich glaube, die Grünen können selber nicht rechnen, keine Ahnung. Also die bringen wirklich, da bin ich gerade, also ich bin auf die Grünen gerade ziemlich wütend, genau wegen solchen Sachen wie im Epizentrum. Und kritische Bildung kann komplett unterboten werden. Wenn du dir das Bachelor-System anschaust, was war das außer die Entkritisierung des Studiums? Also du kannst Bildung auch sehr unkritisch vermitteln. Und das andere ist, das Bildungsvolksbegehren ist keine soziale Bewegung, nicht im Mindesten. Die soziale Bewegung kommt von unten und hat vereint viele Stimmen. Und das Bildungsvolksbegehren ist genau eine Stimme von wenigen, die selbst versuchen, ihn mehr zu verwandeln. Und ob das klappt oder nicht, das ist die Frage. Und wenn es abstinkt, dann merken sie vielleicht, dass es nicht klappt, wenn man oben einen Vorschlag macht und dann die Wählerinnen und Wähler die Lämmer in die Bezirksämter laufen sollen und dazu abstimmen sollen, ihre Stimme abgeben sollen dazu. Und das ärgert mich immer, wenn man sagt, ja, weil Uni Brent war eine soziale Bewegung. Es gibt neue soziale Bewegungen. Natürlich ist Uni Brent dabei, aber es gibt neue soziale Bewegungen. Es formiert sich immer. Es ist ein transformativer Charakter, den man nicht an einer Sache feststellen kann. Und das ist es. Und ich stimme bei den meisten Punkten,
dieses Bildungsvolksbegehren, da stimme ich komplett zu. Ich fände es toll, wenn es eine Ganztagesschule gibt. Ich finde es toll, wenn es keine Nachhilfe mehr gibt, weil das in der Schule erledigt wird. Ich fände es toll, wenn viel mehr für die Kindergärten getan wird. Weil Kindergärtnerinnen werden scheiße bezahlt und das muss man einfach mal sagen. Die arbeiten unglaublich viel und kriegen so ein kleines Gehalt. Und das finde ich unglaublich schade, dass man gerade Kinder von 3 bis 6, wo es unglaublich wichtig ist, sie zu bilden, Leuten überlässt, die komplett überarbeitet sind, weil sie eben so viel arbeiten. Ja, und das Ding ist, mir gefallen fast alle Punkte, aber warum sind bestimmte Punkte nicht drin? Und zum Beispiel, warum ist nicht drin, dass das Gymnasium abgeschafft gehört? Da passiert eine Gesamtschule für die Masse, wo wir alle ausgebildet werden, und das Gymnasium für ein paar Elite-Kinder, die dann eine richtige humanistische Bildung bekommen und dann auch die Elite-Uni. Da steht nämlich auch überhaupt kein Punkt drin, was man für eine Uni will. Nur eine Uni. Und am besten eine Uni, wo alle Mathematik und Technik und was weiß ich was studieren, aber bitte keine Buchwissenschaften. Weil davon haben wir ja schon so viel genug. Und die sind ja so kritisch. Ich würde jetzt gerne die letzte Publikumsrunde einleiten, mit dem Statement oben beginnen, dann in der Mitte, dann oben wieder, und dann ist man wieder zu einer Schlussrunde am Podium zu kommen. Will sich noch jemand vom Publikum zu Wort melden? Also als Vierten dann. Ich hoffe, dass wir eine solche Diskussion haben, das ist nicht mehr jetzt, das war auch vor 2 Jahren so, das ist generell häufig bei der Personenzusammensetzung ein Problem zwischen Idealismus und Pragmatismus. Und ganz ehrlich, ich will niemanden angreifen, und beides hat seine absolute Berechtigung. Ich persönlich bin der absolute Idealist, ich glaube an unser Traum aus der Zukunft, wenn uns allen gut geht und was weiß ich. Aber ich falle dann immer wieder auf meinen Pragmatismus zurück und denke so, ja okay, es ist zwar ganz schön, mir vorzustellen, dass jetzt sich keiner mit jemandem umbringen, weil wir sind ja alle so gut. Trotzdem tun sie Leute, dann müssen wir uns dagegen tun. Und bei der unser Problem ist ja nicht in Österreich, dass sich die Leute umbringen. Nein, lass mich den nächsten Satz. Es geht nur Prinzip Idealismus. Vor 2 Jahren in der Rentenbewegung haben wir uns, ich war selber auf den Barrikaden und habe gesagt, wir müssen das System ändern. Unbedingt. Das System muss geändert werden, weil sonst das Bildungssystem in diesem System nicht funktionieren kann. Das Problem ist, man kann aus dem rein pragmatischen Standpunkt heraus dieses System einfach nicht von heute auf morgen ändern. Man muss dieses System verändern, man kann es aber leider eben nicht einfach wegschieben und was Neues hinzufügen. Ist historisch oft versucht worden, es hat nie funktioniert. Man muss, wie es zum Beispiel in Schweden gemacht haben, ein System nehmen, verbessern, bis man irgendwann ganz oben auf dieser Grenzliste steht. Und es ist so leicht, ich habe einen Bekannten, der in Bayern als Grüner in einen Landtag gezogen ist, der war in der Opposition, hat er gesagt, wir machen alles anders, wir drehen alles um, wir machen, wie jetzt Basilanko gesagt hat, 100 Euro fürs U-Bahn-Ticket und so weiter. Und dann kommt man in die Regierung und merkt dann, Realpolitik sieht komplett anders aus. Das ist aus dem Off so einfach zu beurteilen, aber es ist dann in der Regierung oder in Machtpositionen und so weiter so viel schwerer, weil so viel mehr dazu kommt. Und wenn wir jetzt so ein Bildungsvolksbegehren haben, dann kann man da nur noch idealistisch Probleme und Fehler sehen. Und dann sagen, wir müssen das alles ändern, das muss alles auch viel, viel, viel toller sein, das muss besser sein. Das stimmt. Und ich glaube, Gunther hat das vorhin gesagt, es ist erstmal wichtig, dass wir überhaupt mal einen Schritt vorangehen. Wenn das Volksbegehren durchgeht und bestimmte Sachen in der Regierung und in der Politik geändert werden, wenn bestimmte bildungspolitische Entscheidungen getroffen werden, die positiv sich auswirken, wie zum Beispiel 2% von BIP, was Bildungsausgaben anbelangt, dann können wir ja immer noch auf die Straße gehen und sagen, wir hätten aber trotzdem noch gerne das und noch das und noch das und noch das. Aber sie im Vorfeld direkt zu verwehren dagegen, weil es nicht ideologisch korrekt ist oder idealistisch ist in dem Fall, weil eben pragmatische und realpolitische Entscheidungen mit reinfließen, weil es einfach gar nicht anders geht, glaube ich, führt zu nichts. Und das hat uns in meinen Augen damals auch in der Bewegung in vielen Bereichen gehemmt, weil wir oft nicht kompromissbereit genug waren, zu sagen, wir müssen diese beiden Antipoden, Idealismus und Realismus, Pragmatismus. Okay. Ich schließe mich dazu gleich an und ich bin überzeugter Pragmatist. Ich wollte nur auf das zurückgehen, die Frage mit, was steht diesen Fallsbegehren nicht drinnen, und es ist einfach so, dass die
Gruppe, Androsch und die anderen, die jetzt mehr beteiligt waren, eher Gruppen ist, die zugeordnet sind, die sehr wohl offen lassen auf Studiengebühren geben soll, die sehr wohl offen lassen auf Ressourcenbeschränkungen geben soll. Ich finde, das ist jetzt aber nicht wirklich der Problempunkt, weil wenn man sich die momentane politische Entwicklung anschaut, politische Entwicklung auf der oberen Ebene von den Regierungsparteien. Die ÖVP mit dem quasi ÖVP-Minister Töchterle seine Studiengebühren ist ideologisches Steckenpferd. Das heißt, die sind ohnehin dafür. Bei der SPÖ ist momentan so, dass ungefähr die Hälfte auch dafür ist und die andere Hälfte ist eigentlich egal, wenn sie dafür was anderes kriegen. Das heißt, wie die momentane politische Entwicklung ist, geht ohnehin in diese Richtungen, geht zu Zugangsbeschränkungen, Studiengebühren, also die Sachen, die jetzt kritisiert und das sind in Volksburg gerne drinnen sind. Deswegen frage ich mich dann, was ist jetzt die Alternative? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass diese Änderungen, die jetzt da mit drinnen stehen, dann kommen, werden dadurch nicht größer, ob dieses Volksbegehren jetzt unterstützt wird, ob das jetzt eine gewisse Anzahl von Stimmen kriegt. Das heißt, ich sehe nicht so ganz diese Logik dahinter, dass man sagt, es fallen gewisse Dinge in diesen Volksbegehren und wenn das Volksbegehren jetzt unterstützt wird und Teile davon werden umgesetzt, dann was ich sowieso zweifelt, dass dann deswegen diese Punkte, die nicht drinnen sind, eine größere Chance haben, dass durchfallen. Die momentanen Entwicklung gängen ohnehin. Also was der Inhalt von diesem Volksbegehren ist, stellt sich eigentlich größtenteils gegen die, zumindest von den Regierungsparteien, momentan vertretene Linie. Mit anderen Worten, wenn das Bildungsvolksbegehren dann überhaupt keine Resonanz hat, dann werden diese ganzen anderen Sachen, die wir jetzt vorher öfters da fahren, werden ebenfalls nicht durchgesetzt werden. Also ich sehe nicht so wirklich diese Argumentation dahinter, warum man das jetzt nicht unterstützen sollte, weil es jetzt dann gewisse Punkte gibt, die nicht berücksichtigt worden sind. Weil die gewissen Punkte werden dann nicht berücksichtigt, wenn man es nicht unterstützt. Wahrscheinlich sogar nur weniger. Der Punkt Kritik, kritisch denken ist heute ein paar Mal gefallen. Ich würde da mal so anschließen, kritisch denken ist super. Ich bezeichne mich selbst jetzt auch als kritischen Denker, da heute so viel in Schubladen gedacht wurden, wie jetzt in der Organisation Uni Brennt, die dauernd in der Wir-Form spricht und so weiter. Aber das Ding ist, kritisch denken ist einfach auch möglich und notwendig in einer konstruktiven Form. Und einfach aus Prinzip gegen etwas zu sein, was meines Erachtens die Tendenz hätte, ein bisschen was besser zu machen, finde ich schlecht, weil wenn man sich Österreich anschaut, wir haben keine Demokratie, wir haben eine Oligarchie. Oder eine Demokratie mit oligarchischen Strukturen, wenn man es so bezeichnen will. Und ich finde super, dass jetzt ein weiterer Oligarch namens Androsch sich jetzt mal ein bisschen dagegen stellt. Und zum Beispiel für positive Kritik, wie der Kollege jetzt angesprochen hat vorher, der Punkt 9, da hast du leider beim falschen Punkt aufgehört zum Lesen, das ist dann eher ergänzt worden, nämlich die Fächer, die dann weitergehen, also Mathematik, Naturwissenschaften. Genau diese Fächer sind, wenn man sich jetzt wissenschaftstechnisch das betrachtet, sind das positivistische Fächer. Was bedeutet, das sind Fächer, die feststellen, Fortschritt für den Kapitalismus und so weiter vorantreiben, aber es sind keine Fächer, die eben dieses kritische Denken fördern. Das heißt, eine Herangehensweise wäre, dass man zum Beispiel, so stelle ich mir das vor, vielleicht ist es auch sehr ideologisch jetzt von mir, dass ich da so unverblümt rangehe, aber ich denke mal, okay, dieser Punkt ist einfach zu sehr zentriert jetzt drauf und ich finde schön, dass die anderen Sachen offener formuliert sind, aber zum Beispiel den Punkt, den könnte man jetzt ändern, dass halt wirklich auch Bildung umgesetzt wird, die auch was vermittelt. Und der Kollege hat vorher gesagt, irgendwas von verstaubter Bildung und so weiter. Es gibt gute Bücher, die verstaubt sind in so manchen Kellern. Und da jetzt zum Beispiel als Zitat Immanuel Kant, es ist so schön, unmündig zu sein. Und jetzt schaut es euch Österreich an. Ich weiß nicht, wer es hier schaffen würde, seine Eltern, seine Freunde, die er aus der Kindheit kennt, zu überzeugen von dem, was wir hier reden. Es ist schwierig, ja. Vielleicht wird man dann mal wieder abgebrochen, wenn man mal gerade zum Punkt kommt, was mir vorher furchtbar leid getan hat, weil ich noch gern mehr gehört hätte.
vom Herrn Wiese. Aber ich war fertig. Ja, das passt schon. Aber. Also ich beende jetzt meinen Monolog. Um nächsten Platz zu machen. Ja, ich möchte mich bedanken, die Möglichkeit zu reden, aber ich muss wirklich sagen, dass die ersten zwei Beiträge, das, was ich auch reden wollte, nicht, weil sie gebracht hätten, als ich es bekommen hätte, und deswegen kann man nicht anfangen. Ich bin mir vorgekommen, immer eines, wenn ich irgendwo nachdenke, warum Unifern zum Beispiel auch gescheitert ist, dann war das für mich, als jemand, der damals Medizin studiert, extrem schwierig, Leute von der Medizin zu mobilisieren, wenn es verbohrt und auf die Forderung ging. Uns geht es um keine Zugangsbeschränkungen. Und uns ging es um eine offene und ausfinanzierte und freie und unabhängige Uni. Und plötzlich haben wir es auch von den Medien geschafft, es so zu reduzieren auf Zugangsbeschränkungen und Studiengebühren, das auch jetzt die ganze Zeit irgendwie das Einzige, was in den Medien ist, obwohl es um ganz andere Sachen erfüllen wird. Man muss da teilweise offener sein, wenn da zum Beispiel eine Sammelstudie drin ist und so ein Papier, was eigentlich wahrscheinlich auch nicht wirklich mehrheitsfähig ist in Österreich. Dann finde ich das schon mal toll und ja, unterstütze ich das. Ich würde jetzt noch eine Frage machen. Ich wollte sagen, ich habe mich zuerst sehr kritisch geäußert. Also gegen den Bildungsmarktbegehren, was ist überhaupt quasi bei dem Konflikt bin. Und das bin ich auch weiterhin und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Ansatz ist. Ich werde es trotzdem unterschreiben und werde ich auch, sagen wir mal, 80% der Forderungen finde ich absolut unterstützenswert und da hätte ich auch gerne die Umsetzung, obwohl ich weiß, dass es vielleicht nicht passieren wird. Aber ich unterstütze es trotzdem. Aber für mich ist auch dieses Systemkritik wichtig, weil das die Leute einfach eben nicht verstehen. Da wird ein Mittel angewandt, das quasi ein demokratisches Mittel und es bringt trotzdem so wenig. Und das ist genau der Punkt mit den 50.000 Leuten auf der Straße, der mich auch irrsinnig gestört hat. Mich hat nicht gestört, dass nicht gleich was passiert ist, sondern dass die Reaktion einfach von der Politik zu wenig war. Weil dann brauche ich keine Demokratie haben. Wenn ich Leute auf der Straße habe, die die ganze Zeit, nämlich ein halbes Jahr lang, demonstrieren und besetzen, danach ist es auch noch weitergegangen und dann nichts kommt von oben, dann muss man sich halt fragen, ob man nicht irgendwas anzündet und unterstützt, weil man einfach nicht wahrgenommen wird. Das ist der Punkt. Und ich sehe zum Beispiel auch, Uni brennt, also nicht, also wenn du gesagt hast, Uni brennt ist gescheitert, das sehe ich nicht so. Nein, Entschuldigung. das ist nämlich die Frage eben, was sowas kann. Ja. Aber ich glaube, eine gesetzliche Umsetzung. Ja, genau. Ja. Aber es war eine soziale Bewegung, was kann das? Es politisiert die Leute. Und ich glaube, das ist ganz stark passiert und das ist sicher auch ein Grund, warum wir überhaupt hier sitzen und warum es vermutlich, ich glaube nicht, dass es vielleicht jetzt das Bildungsvolksbegehren trotzdem gegeben. Aber vielleicht wäre der Uni-Diskurs nicht so stark. Vielleicht wären die Uni-Forderungen gar nicht drinnen. Das könnte ich mir vorstellen. Ja. Dankeschön. Ich würde gerne zur Abschlussrunde kommen. Wenn irgendwer ein Abschlussstatement vorbereitet hat, bitte meine Frage zu ignorieren. Mich hätte noch interessiert, wenn man von kritischen Denken geht, haben wir gesagt, bei Uni ist nicht alles, eigentlich fängt schon viel früher an. Was ihr euch vorstellt, wo sozusagen wirklich der Knackpunkt ist. Wo, welches Rädchen, wie viele Rädchen muss ich noch drehen, damit sich was ändert? Und wo fängt das an? Drücken, drüben beginnen, dann drehen. Ich war jetzt kurz unaufmerksam. Also wie viele Rädchen ändern? Ja. Verzeihung. Ja, ich habe tatsächlich noch ein kurzes Abschlussstatement vorbereitet. Ja, okay. Gut. Ein paar ganz wichtige Sachen. Ganz wichtig, ja. Erstens einmal, natürlich die beiden Punkte sehe ich auch, zwei Punkte sehe ich als problematisch oder sehr zweischneidig in diesem ganzen Katalog. Wobei ich denke, dass die Details relativ wurscht sind, ehrlich gesagt. Aber trotzdem eben diese Sache mit der Studienplatzfinanzierung allein von der Sprache her, gewünschte Studienrichtungen und so weiter, in Richtung MINT-Fächer und so weiter, das ist wirklich ein problematischer Punkt, finde ich auch. Ja. Ich denke, es fällt nicht so ins Gewicht. Man sollte sich da auch anschauen, dass zum Beispiel auf der TU 25% weibliche Studierende sind. Ich bei uns in meiner Klasse noch getrennt wurde in Burschen Handwerk und Frauen Strichen, dass das vielleicht damit zusammenhängt und dass man da vor allem was tun könnte. Gut, das ist das eine.
Das Zweite ist, wenn wir diese Opposition haben, diese festgefahrene parteipolitische Opposition, von die einen sind für Studiengebühren, die anderen für die Gesamtschule. Und es wird immer so dargestellt, als wären das zwei gleich große Klötze, die einander blockieren. Dann möchte ich doch das Bewusstsein dafür wecken, dass das nicht zwei gleich große Blöcke sind, auch objektiv betrachtet. Egal, ob man jetzt für Studiengebühren ist oder nicht, ist objektiv betrachtet die Frage nach einer gemeinsamen Schule einfach eine viel, viel weitgehendere, tiefgehendere, wichtigere, objektiv einfach richtigere. Also jetzt sage ich vielleicht ganz wenig überspitzt, aber nicht viel. Und die Studiengebühren, die sind eine Detailfrage, ja? Wobei ich vehement gegen die Studiengebühren bin. Das ist vollkommen Fug, ja. Aber objektiv betrachtet hat die Frage der Gesamtschule viel mehr Drive. Und ich glaube, dessen können wir uns bewusst sein. Ja? Darauf können wir uns auch irgendwie verlassen. So. Abschließend möchte ich noch einen Veranstaltungshinweis raushauen. Am kommenden, was recht wichtig ist, denke ich, am kommenden Dienstag, dem 8.11., findet im 22. Bezirk der Goethe-Kongress statt. Also Gewerkschaft Öffentlicher Dienst mit Vorsitzenden Neandertaler Neugebauer. Dort wird, wie man hört, wiederum versucht, die unter Anführungszeichen differenzierte Schule, oder wie man das auch immer nennt, zu festigen. Egal ob wir pro oder contra Volksbegehren seid und so weiter, es wäre ganz, ganz wichtig, dass da ganz viele hinkommen. Am Dienstag in ihrer Früh um 9 Uhr. Ja, es gibt Frühstück, ja, es wird Frühstück geben. Wir werden dort eine kleine Demo machen. Es geht natürlich Volksbegehren aus, ja, aber ihr könnt ja gern dort hinkommen, kritisch, Volksbegehren kritisch und auch Beamtengewerkschaft ein bisschen kritisch, weil das ist schon eine ziemliche betonierende Funktion. Wir legen da hinten ein Blatt aus, da kann man sich auch eintragen, falls man kontaktiert werden möchte. Okay? Danke fürs Lassen. Ich glaube, ich habe gar kein Abschlussstatement. Also, wie du kritisches Denken ankurbeln möchtest. Ich kann mir nur wünschen, dass er in irgendeine Sozialbewegung, die auf längere Zeit etwas besetzen muss, hineingeht oder damit machen muss, weil ich glaube, meine Erfahrung ist, dass man am schnellsten die Grundpfeile lernt, dieses gesellschaftliche Zusammenleben mit anderen rauszukommen und ich glaube, das ist auch schon, aber ich bin jedes Mal eigentlich überrascht und auch ein bisschen enttäuscht, wie wenig aggressiv alles ist und wie viel sich die Leute zufrieden geben und wie wenig sie eigentlich verändern wollen. Und ich glaube, es werden alle froh, wenn alles ein bisschen besser wäre als wie vor der Wirtschaftskrise und dann werden schon alle zufrieden. Danke. Ja, welche Rädchen drehen? Ich bin ja immer so bei diesem ideologischen Spruch, wir müssen nicht das Öl im Getriebe sein, sondern das Sand. Also somit, ich denke einfach, kritische Bildung ist was, was man auch nicht, da gibt es kein Rezept dafür. Da kann man nicht sagen, wir müssen jetzt da und da ansetzen. Was ich wichtig finde, womit ich auch vollkommen im Volksbegehren d'accord gehe, ist, wir müssen eine inklusive Bildung haben. Also, wo im Kindergarten alle zusammen sind, in der Schule alle zusammen sind, jeder seine eigenen Bedürfnisse haben kann und jeder auch seine eigenen Leistungen erbringen kann, soweit er das will. Und natürlich, ich bin auch nicht, es muss nicht jeder auf die Uni gehen, um kritische Bildung zu lernen. Oh mein Gott, nein, das muss überhaupt nicht sein. Aber die, wo es wollen, die sollen es auch dürfen. Und abhängig und unabhängig davon, was ihre Eltern tun. Und das finde ich wichtig. Also, ich weiß nicht, also ich war ja vorher schon viel zu lang, deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt noch deine Frage beantworten soll. Also natürlich sind es draußen viele große Räder. Ja? Und natürlich mein Herz schlagen dann auch zwei vor. Meine Brust schlagen auch zwei Herz. Wenn Alexander sagt, Bildung ist als Ganzes emanzipatorisch. Ja? Sozusagen Zugang zu Bildung ist emanzipatorisch für den oder die vorher Zugang zu Bildung hatte und dann den Zugang hat. Und selbst wenn es frontal unterrichtet ist oder sonst irgendwas ganz Schreckliches, ist das schon mal stimmt. Ja? Bin ich bei Ihnen.
bin aber gleichzeitig bei ihr, dass es darüber hinaus auch nochmal lohnt, nachzudenken, dass es dann vielleicht auch noch eine Abstufung inzwischen ein bisschen emanzipatorisch und viel mehr emanzipatorisch gibt. Also, ich meine, es ist jetzt so lächerlich, so damit Mittelwegsgefährte zu sein. Ich glaube nur, und ich bin es auch nicht grundsätzlich, ja, es ist nicht ein habitueller Charakter zu. Ich glaube nur, dass das einfach in dem Fall einfach so stimmt, ja, und so, es ist doch oft so, wenn man sich die reale Welt anschaut, ist es doch so, nicht so, dass das eine falsch ist und das andere, sondern es ist beides falsch, aber es schließt sich eben auch nicht aus. Also es ist beides richtig, aber es ist beides falsch. Ist auch beides falsch. Sozusagen wirklich verwundert bei über deine beiden letzten Statements, weil ich sozusagen so wahnsinnig oft und wahnsinnig lang aufgezählt habe, was alles in diesem Bildungsvolksbegehren toll ist, um dann zu kommen, und das ist aber das und das ist auch noch falsch. Aber sozusagen, es war immer viel mehr, was du toll findest, und immer viel weniger das, was du nicht toll findest. Und da denke ich mir dann, es ist auch einfach so, ja, wenn drei Viertel okay sind und der Drittel ist eine Chance oder nicht ganz so gut, dann zählt für mich dann doch die. Und vielleicht, wenn sozusagen hier das ja sozusagen fast so grundsätzlich geworden ist, jetzt sozusagen auch in der Diskussion, und jetzt nicht grundsätzlich in dem Sinne, dass wir grundsätzlich aufeinander gekommen geraten sind, ich fand das ja eigentlich eh viel konsensualer, als ich mir vorgestellt habe, sondern sozusagen, wenn grundsätzliche Fragen angeschnitten worden sind, nämlich die Idealismus und Pragmatismus, ja, also, ja, ich bin sozusagen, ich würde für mich erstmal sagen, ich bin Idealist und Pragmatiker gleichzeitig, also ich glaube nicht, dass ich das ausschließt. Und dass sozusagen die Wege des Pragmatismus oder die Wege der Weltverbesserung verschlungen sein können und im Nachhinein kommen wir drauf, und das ist manches jetzt wirklich erstaunlich. Also so, gerade wenn heute viel von Späten die Rede war, will ich etwas sagen, was mir in den letzten Jahren aufgefallen ist, was ich sozusagen vorher so nicht wusste. Also sozusagen, wenn man sich anschaut, die schwedische Sozialdemokratie und die österreichische der 20er Jahre, würde jeder sagen, also die Kommunisten hätten auch damals so gesagt, die Sozialdemokratie in Österreich ist sozusagen reformistisch versaut und so weiter und so fort. Aber natürlich im Vergleich zur schwedischen Sozialdemokratie war die österreichische Sozialdemokratie eine linke Sozialdemokratie. Die schwedische Sozialdemokratie war eine rechte Sozialdemokratie. Weil die österreichische Sozialdemokratie eine so linke Sozialdemokratie war, hat sie irgendwie nicht geschafft, über 50% der Leute zu gewinnen. Aber dafür sozusagen gesagt, dass wir die Revolution machen, wenn das Bürgertum zu böse zu uns ist. Haben sie aber dann nicht gemacht. Die schwedische Sozialdemokratie hat festgestellt, wir bringen eigentlich mit diesem Radikalismus die Menschen, also sozusagen schließen wir die Reihe von uns 40%, die wir hinter uns haben, aber bringen die anderen 60% in uns auf, das ist vielleicht nicht so geschickt, und hat sozusagen eine gemeinwohlorientiertere Rhetorik auch angeschlagen und hat aber ja später oder 5 Jahre später 50%. Und hat diese 50% 60 Jahre lang nicht abgegeben. Ja, das war ein wesentlicher Punkt. Hat kleine Schritte gemacht mit dem Ergebnis, dass sozusagen aus linker Perspektive, kann man sagen, ist nicht genug oder was auch immer, ja, aber es ist natürlich die linkeste, fortschrittlichste Volkswirtschaft auf der ganzen Welt. Es ist kein Utopiestaat, ja, das ist anders. Aber das hat auch mich gewundert. Ich habe immer gedacht, die schwedische Sozialdemokratie muss schon in den 30er Jahren die linkste gewesen sein. Und sie war eben wirklich in Europa die rechteste und konnte deswegen. Sozusagen manchmal sind die Dinge überraschend. Ja? Und insofern würde ich auch sagen, ja, man muss auch vielleicht ein bisschen 20 Jahre im Voraus denken, so in dem Hinblick, was denkt man über das, was man getan hat in den 20 Jahren, die dann eingetreten sind. Und da würde ich jetzt einfach sagen, es ist nicht sicher, dass in den nächsten 20 Jahren die Revolution stattfindet. Ja? Das ist nicht sicher. Ich sage auch nicht, dass es sicher ist, dass es nicht stattfindet. Ich sage jetzt mal, es ist nicht sicher. Es ist auch nicht sicher, dass der Kapitalismus zusammenbricht, wobei das schon wieder wahrscheinlicher ist. Vielleicht ist er schon am Montag zusammengebrochen, das weiß man ja heutzutage nicht so genau. Aber es ist auch möglich, dass er nicht zusammengebrochen ist. Und dann stellt sich die Frage, wenn beides nicht eingetreten ist, dann ist die Frage, was haben wir in diesen 20 Jahren bis dorthin getan? Wenn es keine Revolution gab und keinen Zusammenbruch, dann gibt es sozusagen nur entweder sukzessive Reform oder nicht sukzessive Reform. Und da müssen wir alle zusammen relativ dicke Bretter gebohrt haben in diesen 20 Jahren. Da gibt es dann nicht die Golden Ballet, ja, und die dann alles löst. Ja. Und das Volksbegehren ist natürlich nicht die Golden Ballet. Ja.
kein Mensch würde hier wahrscheinlich behaupten, mit dem Volksbegehren ist alles gewonnen. Ja? Vielleicht wird schubladisiert, vielleicht ist es nur ein kleines Element in dem heutigen gesellschaftlichen Druck, das nur ein ganz wenig Beitrag leistet und das Unibrennt hat einen größeren Beitrag geleistet und das, was nach dem Volksbegehren kommt, wird noch einen größeren Beitrag, ist alles möglich, ja? Aber es ist ein Teil dieses mühsamen Bohren dicker Bretter und ich denke mal, in 20 Jahren sollte sich keiner von uns den Vorwurf machen, dass er irgendwann mal nicht am dicken Brett mitgebohrt hat, weil er gedacht hat, das ist nur das Große ist wichtig und das Kleine nicht. Ja? Das Große kann man dann, wenn es einem über den Weg läuft, immer noch machen. Und wenn es einem nicht über den Weg läuft, dann hat man wenigstens das Zweite gemacht. Danke. Ja, ich wollte viel mehr sagen, aber ich glaube, ihr beschränkt mich darauf. Ja, es ist, das Volksbegehren ist keine soziale Bewegung, wie es das Automax war. Das Automax war eine schönere Bewegung, weil es eine soziale Bewegung war. Das ist das Volksbegehren nicht, aber andererseits kriegt dafür die Kindergärtnerin effektiv mehr Geld. Wenn das Volksbegehren greift, 5 Millionen Unterschriften hat, dann hat sie mehr Geld und damit wahrscheinlich etwas anderes. Und das macht halt Schulwerk zum Beispiel auch zum Unterschreiben. Und für alles andere drumherum, also heißt dann, dass man sich damit zufrieden gibt, oder? Für alles andere drumherum kann man eben drumherum noch weiterkämpfen. Man muss nicht stehen bleiben im Volksbegehren. Aber das einmal umsetzen und dann weitermachen. Mit den bereits gewonnenen Schulen. Danke. Dankeschön. Wollt ihr von uns? Nein. Ich gebe mich auch nicht zufrieden mit den Forderungen vom Bildungsvolksbegehren und sage, Studiengebühren sind eine Elternsteuer. Das ist nicht, wenn der Töchter bei meinen Reichere oder für mich aus meiner Sicht vor allem Superreiche soll mehr zahlen. Aber dann sage ich bitte auch jene ohne Kinder. Ich glaube schon, dass das ist eine private Entscheidung, aber ich glaube schon, die nächste Generation ist eine gesamtgesellschaftliche Sache und ich sehe nicht ein, dass einseitig Eltern belastet werden. Aber was die Studienplatzfinanzierung betrifft, da gebe ich mich auch nicht zufrieden. Da sage ich ja, wenn wir eine gesunde Basisfinanzierung haben, die Freiheit der Wissenschaft und Lehre garantiert, also diese 2%, in etwa, dann halte ich es für vernünftig, wenn jetzt Studierende auf einmal sagen, ja, die Ehe ist eigentlich, das soll es geben, weil irgendwann wünsche ich mir doch auch eine Welt ohne Hunger und da braucht man viele Experten und dann ist dafür mehr Geld da. Ich weiß natürlich, dass es im Moment, dass die Ehe vom Zusperren, die Realität ist, dass es gerade abgedreht wird, die Nike weiß da mehr, aber ich wage trotzdem, also diese Visionen und dieses Mehrwollen, auszudrücken. Oder die Politikwissenschaft braucht dann mehr Ressourcen. So eine Studienplatzfinanzierung ist, würde ich sagen, sinnvoll, so sehe ich den Text, ohne natürlich naiv zu sein. Aber es ist die Zeit, ich glaube ich auch, der Gegenentwürfe, oder ich will es gar nicht gegenpositionieren, es ist die Zeit der neuen Entwürfe. Ich glaube, quasi der Wohlfahrtsstaat und viele der Errungenschaften, die wir in Österreich haben, in dieser unglaublich glücklichen Lage, dass so vieles noch da ist, die Mindestsicherung, die Wohnbeihilfe, die einigermaßen noch regulierten Mieten. Aber das ist ja alles auch einmal politisch geschaffen worden und nicht unbedingt in einfacheren Situationen. Und das ist, glaube ich, es ist Zeit für einen Umkehrschub. Es ist gefordert, dass wir Visionen und Ideen und also im Großen und im Kleinen, im Ideal und in der Pragmatik formulieren. Und ich glaube, es stellt sich die Frage auch, wie wir das demokratiepolitisch vorantreiben. Also ich gebe ein Beispiel, weil der Robert auch so ein gutes Beispiel ist. Medienmacht war immer ein großes Thema. Also es gab immer Leute, die Presse organisiert haben und diese organisatorischen Strukturen, die gibt es auch noch heute. Aber jetzt zum Beispiel ist es so, dass wir alle quasi eine gigantische Medien-Coverage schaffen. Und es sind nicht mehr nur Tageszeitungen oder Leute, die sich einen Druck leisten können. Und ich würde mir wünschen, wenn wir mehr über unsere demokratischen Perspektiven als zivilgesellschaftliche Akteure, als Bewegungen, als Strömungen, als Mischungen, als Eruptionen und als, weiß ich nicht, als manchmal auch quasi in Flautephasen quasi herumhängenden, letztlich bewegt sich die Geschichte, hat sich bewegt und wird bewegt, auch wenn man jetzt, glaube ich, als Einzelperson in der Sekunde das jetzt nicht immer so quasi realisiert.
Okay. Also ich finde es ein bisschen schade, die Letzte in dieser Runde sein zu müssen, weil ich finde, es ist nicht das Ende der Diskussion, sondern der Anfang. Und welche konkreten Ziele mir ganz wichtig erscheinen, das ist einerseits das Geld, das die Rahmenbedingungen schafft, um was zu machen. Das zweite ist die Sicht aus der Praxis heraus, wo zum Beispiel ein sehr zentrales Thema sein sollte, meiner Meinung nach Muttersprachen zu fördern. Ich sehe auch Kleingruppen als sehr wichtige Errungenschaft, die umgesetzt gehört. Und das dritte ist eben der freie Hochschulzugang dann in den höheren Schulen, die absolut durchgesetzt werden müssen und wo nicht das auf einem Blatt Papier stehen sollte, sondern wo es tatsächlich umgesetzt werden sollte. Das wird dadurch nicht passieren. Dadurch kann nur passieren, dass die Diskussion angeheizt wird und wir darüber weiterreden und versuchen, die Umsetzung einzufordern. Danke. Das letzte Wort gehört leider nicht, das ist wahrscheinlich mir. Ja, nein, das ist leider, das hast du gesagt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit beim Mitdiskutieren. Dass die Diskussion nicht allerschöpfend sein wird, haben glaube ich eh alle gewusst. Dass das auch weiter diskutiert wird, ist auch klar. Vielleicht abschließend möchte ich sagen, zum kritischen Denken, also ersten Schritt zum kritischen Denken, den haben wir bis jetzt nicht abgeschafft und das wird wahrscheinlich uns die Politik auch nicht abnehmen können. Wir lernen unseren Kindern nach wie vor lesen. Das ist ein wertvoller Beitrag, dass das kritische Denken nicht gleich die nächsten Jahrzehnte nach unten geht. Dankeschön. Ja.